Ladies and Gentlemen, Proletarier aller Länder, mein heutiger Gast hat mir in eben diesem Dialog, an dem ich euch in wenigen Minuten teilhaben lassen möchte, einen Tipp gegeben, unter Kollegen. Wenn man sich nicht so hundertprozentig sicher ist, einfach mal eine Schippe auflegen und so richtig einen raustun. Das will ich hiermit versuchen. Unter Kollegen. Genossinnen und Genossen, es war und ist mir eine außerordentliche Ehre und große Freude, euch diesen unzensierten Gedankenaustausch zwischen meiner Wenigkeit und dem großen Romancier des Schwarzen Blocks angedeihen lassen zu dürfen. Ein Titan der Tastatur, der das Autorendasein als Handwerk praktiziert und in dessen Geschichten sich erdachte und erlebte Fragmente zu einer gleichzeitig präzisen wie delirierenden Vermessung der Welt jenseits der Chaostage verzahnen. Ich habe mir die allergrößte Mühe gegeben, mich diesem Dumas der Deutsch-Punk-Szene, diesem Meister des geschriebenen, aber auch des gesprochenen Wortes würdig zu erweisen. Wir schwelgen in Anekdoten und Off-Topic-Themen, daher seien hier und jetzt und bevor es losgeht, zwei Kleinigkeiten noch explizit erwähnt. Im November 2020 ist sein aktueller Roman »Nichts wird sich niemals nirgendwo ändern« im Ventilverlag erschienen. Außerdem gibt's mit »Alles könnte anders sein« regelmäßig den höchst unterhaltsamen Podcast, in dem er sich mit seinem Partner in Grime, Herrn Hagestolz, souverän die Bälle zuspielt. Ihr liebt ihn, ihr wollt ihn und ich kann ihn euch jetzt mit stolz geschwellter Brust darbieten. Vorhang auf für den mächtigen Jan Off. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wirklich drauf anliegen könnte, man Suicide by Tiger begehen. Es gibt noch andere Feinde. Hier werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan super, die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle über sein Leben. Nun gut, ich meine, wenn ich eine Zahnpasta-Firma hätte, wäre ich auch ein anderer Mensch, nicht wahr? Und dann würde mich das wahrscheinlich freuen. So würde mir das erstmal Angst machen. Also die Tatsache, dass ich eine Zahnpasta-Firma leiten müsste, ja, bedrückt mich schon irgendwie sehr. Es fängt ja damit an, dass du, wenn du eine Zahnpasta-Firma dein eigen nennst, ja, ja, doch finde ich immer selber akkurat gepflegte und vorbildlich präsentierte Zähne deinen eigen nennen solltest. Meine sind nicht so gut. Viele fehlen schon. Aber wenn du dann so eine... sind schon ersetzt worden durch Kronen und so weiter. Ja. Und wie sieht das dann aus? Wenn das dann rauskommt, weißt du, ich mit meiner Zahnpasta-Firma und nachher heißt es, ja, aber hier ist der Zahnarztbefund. Gucken Sie mal. Das kann in der heutigen Zeit natürlich auch passieren. Feinlich, aber mit so viel finanziellem Background kannst du doch dann auch irgendwelche Zahnmodels für dich arbeiten lassen. Ja, das mag schon sein, aber trotzdem könnte man mir auf die Schliche kommen, ja, Zahnmodel hin oder her, ja. Na, stell dir mal vor, du wärst Elvis Presley, ja, kurz vorm Ableben, ja? Ja, ich merke schon, du hast es dir schon oft vorgestellt, ja, dein Lachen verrät dich mal lieber, ja. Stell dir vor, Ableben. Du wärst Elvis Presley, ja, und du hättest dann so Magermodels für dich jetzt laufen, ja. Ja? Ne? Die da auf der Bühne vielleicht auch noch performen würden, ja. Zu Playback, ja, und dann käme raus, wie du wirklich aussiehst, oh Mann. Ja, okay. Nein, das macht's ja noch schlimmer. Also ich glaube, wenn überhaupt, musst du Mut zur Lücke, ist gut in dem Fall, Mut zur Lücke zeigen, ja, und sagen, ich bin ich. Ja. Und ohne die Zahnpasta hätte ich noch schlechtere Zähne. Ja, ohne die Zahnpasta wäre es noch schlimmer. Hätte ich gar keine Zähne mehr. Ja. Also bräuchte ich keine Zahnpasta mehr, aber dann kaufen Sie bitte meine Haftcreme. Ja? Signal Haftcreme, gibt's ja wahrscheinlich auch. Also wenn du das so aber aussprichst. Aber jetzt werde ich abgefahren. Ich meine, die Börse ist doch ein wilder Platz. Ja? Irgendein Mensch sagt etwas, ja? Ja. Deutet etwas an, ja, und plötzlich bricht eine Stampede los. Ja? Alles verschiebt sich. Leute werden schwer reich, andere werden vielleicht schwerst arm. Also, ja. Ich bin froh, dass ich mit der Börse nichts zu tun habe. Das ist mir zu hektisch. Ja? Also du bist eher auf ein ruhigeres Leben aus, dieser Tage. Ja, ich spiele zum Beispiel lieber Online-Poker, wenn ich mich bereichern möchte. Ja. Tust du das wirklich? Das ist eine überschaubare Angelegenheit. Mhm. Und das Schöne ist, da kannst du Alkohol konsumieren und Nikotin und was weiß ich noch für Rauschmittel. Kannst du an der Börse vielleicht auch. Also theoretisch. Wahrscheinlich, aber ob das am Ende so wahrscheinlich so Koks ist.
Ja, deine, also ich stelle mir vor, ja, es wird bestimmt viel Koks genommen an der Börse. Ja, ja, viel Koks, wahrscheinlich viel Speed und so zum Wachbleiben. Genau. Aber ist es wirklich klug, wenn du diese Entscheidung treffen musst, ja, kaufe ich jetzt, verkaufe ich und so, ist es wirklich klug, diese Entscheidung auf Kokainbasis zu treffen? Beim Pokern ist es, finde ich, manchmal klug, weil du dich dann traust, weißt du, du traust dich, diesen Move zu machen, den du vielleicht nüchtern nicht machen würdest, und das geht beim Pokern ja oft gut, aber an der Börse, ich weiß nicht. Naja, aber ist Pokern so weit entfernt von der Börse? Du vermutest, du hast was Gutes in der Hand und wirfst es auf den Tisch, da würdest du dann halt sofort Geld bekommen. Beim Poker hast du ja noch deine Gegenspieler, und da weißt du ja nicht, ob die was Besseres haben. Von daher würde ich ja schon fast sagen, ist Börse... Doch, das weiß ich natürlich. Ach, du kannst Karten ziehen. Ja, weil ich sie ja studiere. Ich meine, ich spiele ja mit denen mehrere Runden Poker. Ja, und ich kann ja dann erkennen, allein schon am ersten Gebot, ob die was Gutes haben, was Mittelmäßiges, was Schlechtes. Oder ich kann auch erahnen, was sie haben, und je nachdem, was dann in der Mitte umgedreht wird, dann kann ich mir deren Blatt ja schon ein bisschen zusammen. Kannst du das wirklich? Ja, es gibt sogar Leute, die führen Protokoll. Ja, also die spielen gleichzeitig an mehreren Pokertischen online. Ja. Ja? Und nebenbei haben sie noch Stift und Papier. Und machen sich kleine Notizen, ja? Okay. Ne, dann steht da bei dir irgendwie, wie ist dein Kampfname beim Pokern? Wie würdest du... Der Antichris. Sehr schön. Ja, da steht Antichris 666, ja? Ist eher ein zurückhaltender Typ und pipapo, blufft nie und so weiter, damit ich, wenn ich dich beim nächsten Mal wieder treffe, auch schon gleich gucken kann, Moment mal, den kenne ich doch schon. Ja, kurz mal Ordner durchblättern und dann weiß ich schon, wie ich dich zu bespielen habe. Ja? Okay. Nicht umsonst gibt es ja Leute, die wirklich beim Online-Poker viel Geld verdienen, nicht? Das liegt ja nicht daran, dass sie einfach Glück haben, sondern oder so große, wie soll ich sagen, Genies. Nein, es ist einfach viel Fleißarbeit. Es ist einfach oft den Gegner beobachten, studieren, sich das auch bitte merken, dann zum Einsatz bringen und selber nicht zu unvernünftig spielen. Vielleicht nicht zu viel Kokain und Alkohol. Nicht zu viel. Okay. Nein, es muss gerade so ein... das richtige Level. Wie wäre das, wenn da ein Pokerspieler ist, der wirklich noch nicht gut im Poker ist? Also der so noch nicht die üblichen Gepflogenheiten eines professionellen Online-Pokerspielers hegt, sondern einfach so gerade die Regeln beherrscht und so drauf losprescht. Sind solche ja, Leute... Ja, auf den warten sie ja nur. Auf das ist, sind das die ist ja einfacher genau das zu Opfer. Das ist genau das Opfer, auf das sie alle warten an diesen Pokertischen. Und als es diesen großen Hype gab, ja. Texas Hold'em, Vor 10, 15 Jahren fing das ja irgendwie zumindest in Deutschland an, da hatte plötzlich jeder einen Pokerkoffer und zumindest in diesen männlichen, häufig in den männlichen Studentenkreisen wurde überall gepokert und so. Und da sind ja auch viele Leute, weil sie gedacht haben, Mensch, jetzt habe ich da im Freundeskreis schon dreimal irgendwie den Tisch abgeräumt, jetzt muss ich direkt mal in die Online-Welt vorstoßen. Und auf die haben sie nur gewartet. Ja, ich kenne persönlich Leute, die haben in diesen Jahren 100.000 Dollar oder Euro verdient pro Jahr, nur mit Pokern so nebenbei, die hatten auch zum Teil noch Berufe und so weiter, die haben einfach nebenbei aufgrund dieser hohen Opferdichte, ne, muss man einfach sagen, sehr viel Geld. Also ich würde sagen, wenn du so ein Anfänger bist, dann spielst du erstmal Online-Poker vielleicht um Spielgeld, das geht ja auch, das ist ja möglich. Oder du spielst eben doch noch möglichst viel mit deinen Freunden und tastest dich da langsam ran. Sonst ist das Erbe bald weg. Von deinem Zahnpasta-Firma besitzenden Großvater. Ja, ja, ach Opa, ja? Die Zahnpasta von ihm, die hatte noch Stückchen drin. Ist der Lack ab, mein Lieber. Ist das jetzt so dein Laster, Online-Poker? Ja, ich hab viele Laster. Immer noch? Ich habe mich immer bemüht in meinem Leben, die Laster möglichst weit zu fächern. Ja? Weil ich finde, das ist ein guter Move, um so gesund durchs Leben zu kommen. Weißt du, wenn du dich für eine Droge, sagen wir mal, für einen Laster entscheidest, ne? Ja. Dann ist ja schnell vorbei mit der Herrlichkeit. Ja, also länger als 20, 25 Jahre Heroin schaffen ja die wenigsten, ne? Oder intensivstes Krafttraining, ja? Also von morgens bis abends, ja, irgendwie die Gewichte stemmen, am Ende sind die Kniegelenke kaputt, ne? Kannst du nichts machen, ja? Naja. Und so, deswegen habe ich mich immer bemüht, das möglichst also auf viele Felder zu verteilen, meine Grundlust an der Sucht, ja,
und bin damit bisher sehr gut gefahren. Kann ich allen empfehlen, die selber Bock haben, auf so, die sagen, nee, ich möchte nicht so total gesund leben, ich möchte nicht total vernünftig leben, ich brauche schon irgendwie diese Herausforderung, dann gebe ich den guten Rat. Ich habe das auch manchmal falsch gemacht. Also ich habe zum Beispiel 15 Jahre intensivst gekifft. Ja? Mhm. Damit musste ich dann aufhören. Das war zu viel, das war ein Fehler. Ja? Aber danach ist mir das nicht mehr passiert. Danach habe ich wirklich viele Themenfelder beackert, auch immer mal wieder abwechselnd. Ja? Mal was weggelassen, mal was hinzugefügt. Also interdisziplinär. Und damit kommt, jetzt bin ich 53 Jahre alt und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt schon ins abstinente Leben hinübergleiten muss. Im Gegenteil. Ich glaube, das kann ich noch so 20 Jahre weitermachen und dann ist ja eh bald mal vorbei. Ne? Richtig, richtig. Also du würdest schon den Rat geben, wenn einem der Sinn nach ein bisschen produktiver Selbstzerstörung steht, dann das Ganze doch eher als Flächenbombardement genau. anlegen und nicht... Das hast du schön gesagt. Ja, ich habe meine hellen Momente. Aber du bist ja nun jemand, der viel öfter, viel mehr Dinge, viel schöner noch erzählen kann, denn... Für die drei Leute, die es noch nicht wissen, du bist Autor. Und zwar bist du ein Autor, der bei mehr Verlagen veröffentlicht hat, als so manch anderer Autor überhaupt Bücher schreibt. Ja, das stimmt. Aber es klingt so, als hätte ich so super viele Verlage besucht oder beglückt. Mit meinem Output. Ja. Das ist aber so auch nicht richtig. Ich meine, es passiert ja manchmal zum Beispiel, dann hast du bei einem Buch, bei einem Verlag ein Buch gemacht, dann wird das nochmal wieder veröffentlicht als Taschenbuch zum Beispiel. Mhm. Da sind ja schon zwei Verlage im Spiel. Das ist ja was ganz Gängiges, was ganz Gewöhnliches. Ne? Mhm. Und dann gab es in meinem Leben auch, glaube ich, ein oder zwei Verlage, die einfach pleite gegangen sind. Okay. Und auch da musst du natürlich dann irgendwie gucken, dass die Bücher gerettet werden, also oder dass der Stoff gerettet wird. Die Bücher sind zum Teil dann weg. Ich kann mich erinnern, also es gab einen Verlag in meinem Leben, da bekam ich dann irgendwie die Nachricht, der war damals in Stuttgart ansässig, ja. Da bekam ich von Kollegen die Nachricht, die waren da schon auf dem Hof und hatten aus den Müllcontainern noch versucht, ihre Bücher rauszuzerren. Okay. Weil die alle schon da irgendwie reingeflogen waren. Ne? Meine waren dann einfach weg, aber dann habe ich geguckt, dass ich den Stoff nochmal in einem anderen Verlag angedient habe, weil ich dachte, das ist so ein schönes Buch, das soll jetzt nicht einfach vom Markt verschwinden. Aber eigentlich bin ich über all die Jahre, die ich schon schreibe, ich habe ja angefangen mit Schreiben 1994, glaube ich. Mhm. Ein gutes Jahr für Punkrock. Ja, da gab es noch, okay, dazu sage ich mal einfach nichts. Ja, und 1996 habe ich mein erstes kleines Werk veröffentlicht. Mhm. Und das war schon, glaube ich, beim Ventilverlag. Ja. Mhm. Und dem Ventilverlag bin ich bis heute treu geblieben. Ich habe dort erst wieder im Jahr 2020, im Dezember ein Buch veröffentlicht. Herausgebracht. Ja, das heißt, also wir reden von 24 Jahren, 25 Jahren Ventilverlag. Ja. Ne? Ich hatte kürzlich noch eine andere Autorin aus dem Ventilverlag im Podcast. Ach was? Ja, doch, Veronika Kracher, die ein sehr interessantes Buch über Incels geschrieben hat. Oh ja. Es war ein wunderbares Gespräch. Sie ist spitze. Und dieses ganze Incel-Thema, das wirkt aus, als wäre das aus einem Buch von Chuck Palahniuk rausgeklaut worden. Ja, das stimmt. Aber du bewegst. Ich bin ein bisschen drin in der Materie. Ich habe mich damit auch mal irgendwie kurz auseinandergesetzt. Ja. Und das Buch noch nicht gelesen, aber ein oder zwei Artikel auch schon zum Thema gelesen. Das ist schon eine krasse Parallelwelt, die sich da... Na, Parallelwelt darf man gar nicht sagen. Es gibt ja schon auch Verzahnungen in die echte Welt. Ja, ja, das aber ist schon eine krasse Szene, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich glaube, Parallelwelt passt schon, weil auch wenn es Verzahnung in die Realität, die den meisten Menschen tagtäglich begegnet, gibt, sind die ganzen Codes und Abkürzungen und Deutungen und Wertevorstellungen doch wie eine gelebte Karikatur eigentlich. Ja gut, ja, lassen wir es so stehen. Ja, es ist natürlich dann keine Parallelwelt mehr, wenn dann die Taten in der echten Welt begangen werden. Spätestens dann hat es sich natürlich erledigt mit der Parallelwelt. Aber das gibt es ja in anderen Ecken des Internets auch. Ne? Es gibt Leute, die würden behaupten, das Internet an sich wäre schon eine Parallelwelt. Gut gesprochen, mein Lieber. Gut gesprochen. Ja. Als ich jung war, unvorstellbar, dass es mal etwas Derartiges geben würde, ja. Ja. Dass wir jetzt miteinander sprechen können über so eine Plattform, ja. Ja. Normalerweise könnten wir uns ja auch noch irgendwie sehen, ja. Ja, müssten wir.
Heute eigentlich sehen wir uns nicht, egal. Aber er ist abgefahren, ja. Also der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Dass mein kleines Gehirn das alles so auch noch mitmachen durfte, konnte. Schon spektakulär. Du darfst nicht vergessen, als ich jung war, gab es noch nicht mal Bankautomaten. Als du jung warst, gab es noch nicht mal Bankautomaten. Also als ich mein erstes Konto hatte, und wir reden jetzt von einem Konto, das ich eben auch selber schon als Erwachsener, dann als 18-Jähriger, ja, bewirtschaften durfte, musste ich Freitagnachmittag fiel mir oft ein, ach du Scheiße, Wochenende, ja, ich habe kein Geld. Ja. Dann musste ich mit dem Auto zum Teil durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone fahren. Ja. Weil meine Bank um 14 Uhr zumachte, damit ich eben um 13.57 Uhr noch in die Bank hineinstolpern konnte, um bei meiner Sachbearbeiterin 20 Mark mir abzuholen. Das heißt. Immer mit der Frage, wofür brauchen Sie denn das Geld? Ernsthaft? Ja. Das heißt. Ja, ich war damals schon im Dispo und dann musste man immer, wenn du im Dispo warst, musstest du immer mit der Sachbearbeiterin ein Gespräch führen. Was wahrscheinlich nicht verkehrt ist. Weiß ich nicht. Ich habe immer gesagt, für was zu essen. Ja, okay, dann hat sie gesagt, ja, natürlich. Und dann hat sie den Schein unterschrieben, mit dem ich dann zur Kasse gehen konnte und hat mir da so ein Typ 20 Mark gegeben. Ja, habe ich mir aber dann meistens Bier von gekauft und Zigaretten. Da glaubst du es denn? Ja, ja, das wird die Bankbearbeiterin, die Sachbearbeiterin doch sicherlich auch schon, ich will nicht sagen gerochen haben, aber sie wird da bestimmt in irgendeiner Art und Weise sich schon was bei gedacht haben. Aber genau, deswegen war die Frage so müßig. Ja, ja, aber eigentlich war die Frage, man hätte das auch weglassen können, diesen Part. Ja, ja, was sagst du denn? Du sagst, ich möchte mir davon eine Handgranate kaufen. Oder ich gehe jetzt zu meinem Dealer und kaufe mir irgendwie 3 Gramm Hasch. Das sagst du doch deiner Bankberaterin nicht, also deiner Sachbearbeiterin. Nee, aber ich glaube, da hat sich dann automatisch, vielleicht nicht unbedingt für dich, aber für viele andere Leute so eine Hemmschwelle aufgetan, weil da ja dieses Korrektiv dir gegenüber gesessen hat, ein Mensch, der deine Ambitionen in Frage stellt. Und heute mit einem Online-Konto, da kannst du ja einfach ins Dispo gehen und du kannst dein Dispo ja, kannst und musst dein Dispo ja selber begrenzen. Und ist es so? Naja, du kannst selber einstellen, was du für ein Dispo haben willst. Ach, tatsächlich. Also das habe ich nicht gewusst. Also Moment, mal das, was die Bank mir anbietet und. Nein, die Sache ist, das muss ich jetzt klarstellen. Du kriegst, wenn du bei Kontoeröffnung hast du, oder ich glaube nicht mal bei Eröffnung, aber wenn du ein paar Monate das Konto hast, dann hast du die Möglichkeit. Ist das nicht so langweilig für die Leute da draußen? Sag mal, schalten jetzt nicht die ersten schon ab, wenn du über Kontoeröffnung sprichst? Mir wird schon langweilig, ganz ehrlich. Dir wird langweilig? Ja. Okay, dann reden wir nicht weiter. Dann würde ich lieber über Veronika Kracher widersprechen. Ja. Das können wir auch. Oder wir könnten. Kommt die aus Österreich? Das muss ich mal kurz fragen. Ist ja total peinlich. Aber man muss ja den Leuten da draußen auch sagen, der Ventilverlag hat mittlerweile wirklich, ich würde mal schätzen, so also 150 bis 200 AutorInnen hat er schon unter seinen Fittichen. Yeah. Und da kenne ich jetzt natürlich auch nicht alle persönlich. Deswegen weiß ich nicht. Ich hab Veronika Kracher noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie ein Foto von der gesehen und ich weiß nichts aus ihrem Lebenslauf. Kommt sie aus Österreich? Soweit ich weiß nicht. Also sie lebt gegenwärtig auf jeden Fall in Frankfurt. Hatte sie so einen Akzent? Nein. Ach, ich finde, der Name klingt so nach Österreich. Also ich weiß auch nicht warum, aber ich verbinde das sofort mit so Bergen und sogar mit Abfahrtslauf. Also ich stelle mir vor, wie der Moderator sagt, ja und jetzt und Veronika Kracher, ja und da ist sie auf Platz 1 gefahren, Einfach wunderbar, die Veronika wieder. Ja. Ich glaube... Mit 300stel Vorsprung vor der deutschen Teilnehmerin. Ich bin sicher, sie würde sich freuen, wenn du sie nach ihren möglichen Ambitionen zum Thema Abfahrtslauf fragen würdest. Hast du gewusst, dass ich auch einen Podcast meinen eigenen nenne, mein Lieber? Nicht nur das, ich habe ihn sogar gehört. Löblich. Ich habe ihn heute Morgen noch gehört beim... Deswegen hast du so gute Laune. Unter anderem, ja. Deswegen, wie gab's noch? Was ist noch? Ist noch privat was passiert, was die Leute draußen wissen sollten? Nö, privat nicht unbedingt, aber ich meine. Bei der Schwangerschaftstest doch negativ am Ende, ja? Glückwunsch, mein Lieber. Ja, der Mensch. Mazel Tov. Ja. Aber die Zeiten. Wollen wir den Leuten sagen, wie mein Podcast heißt? Sag mal bitte. Alles könnte anders sein. Ah, oh, ist das nicht ein schöner Name? Wobei ich finde, du hast auch einen schönen Namen ausgesucht. Dankeschön. Dankeschön. Wirklich, nicht schlecht. Ich habe zwei Folgen. Auf jeden Fall könnte ich ja Veronika Kracher auch mal einladen.
Ja, mach das doch. Und ich glaube, das wäre geil, weil ich glaube, die war jetzt schon öfter mal im Interview, ne, mal Podcast, mal, heißt ja nicht, Zeitschrift, ja. Und natürlich geht es immer ums Buch, ist ja klar. Ja. Ja. Die Autorin will ja auch ihr Buch verkaufen. Aber ich fände es geil, wenn ich sie einladen würde, dann würden wir konsequent über das Thema nicht sprechen. Das haben wir tatsächlich fast geschafft. Noch sagen, okay, da gibt es das Buch, kauft es bitte. Aber ich würde mit ihr nur über so, oder wir würden mit ihr nur, ich und mein Kollege Dr. Hagestolz, mit ihr nur über so, ja, so Seitenthemen sprechen, ja. Also wir fingen quasi an mit dem geplanten Untergang des Kapitalismus. Damit haben Vero und ich angefangen. Wer hat den geplant? Diverse Leute planen den, aber warum es gut war. Achso, ja, das kommt immer wieder vor. Ja. Bisher hat es ja noch nicht so geklappt. Ja, gut, ich glaube, geplant wurde schon viel. Geplant ja, wurde ja, aber, schon viel. Ja, aber mit dem Untergang hat es doch nicht so geklappt. Ja. Ne? Nee, das tatsächlich nicht. Der Kapitalismus scheitert am längsten. Geplant, ja, und dann nur den eigenen Untergang erlebt. Ist das nicht bitter? Ja. Aber wir haben jetzt zwei Untergänge kürzlich erlebt. Zum einen, also ob man Untergang sagen will, weiß ich nicht, aber Donald Trump ist raus. Und so es einen Gott gibt, ist Friedrich Merz auch raus. Und das finde ich, das ist auf jeden Fall ein Grund, auch ein bisschen fröhlicher dieser Tage zu sein. Ja, kann man schon mal eine Flasche aufmachen. Ja, also ich sag mal so, an der Schlechtigkeit der Welt ändert sich ja leider nichts. Ja, also da kann auch das Ende eines Donald Trump nicht wirklich, glaube ich, etwas dran drehen an dieser Schraube. Ja, aber da geht es ja auch um Geschmacksfragen. Also ich meine allein, dass man diese beiden Menschen nicht mehr so oft im Fernsehen sehen muss. Das ist schon schön. Also Friedrich Merz vielleicht ja erstmal gar nicht mehr sogar, ja, vielleicht für Jahre mal nicht. Das finde ich schon gut. Denn gerade Friedrich Merz, der hat mich auch irgendwie, der hat mich noch aggressiver gemacht als Donald Trump. Ja, also der löst was bei mir aus. Warum? Da bekomme ich sofort, keine Ahnung, diese Frisur, ja, diese militärisch anmutende Frisur, dieser, weißt du, Donald Trump wirkt doch eher irgendwie, der wirkt ja meist so richtig dumm. Also so, was er sagt und wie er sich gibt, der hat ja schon was Comichaftes, ja. Mhm. Da kommst du ja schnell in die Versuchung zu denken, den gibt's gar nicht wirklich. Das ist nur eine Filmfigur, ja. Genau. Aber dieser Friedrich Merz, nun spricht ja auch noch meine Sprache, ne? Also spricht auch noch Deutsch und so. Und dann dieses Überhebliche, ja, nach dem Motto, ich weiß eigentlich alles besser, ja. Die anderen wissen nichts. Das macht mich wirklich, also der löst bei mir Schlagreflexe aus. Da müsste man mich also wenn ich den hauen würde, jetzt nur mal so theoretisch gedacht, ja, müsste man mich vor Gericht freisprechen, weil ich dafür nichts kann. Weißt du, das ist dann, also der kommt auf mich zu, dann wird's in meinem Kopf wird alles gelb, ja, und dann kann ich mich nicht erinnern, was passiert ist. Ja. Dann ist es halt passiert. Tut mir leid, ja. Also das ist praktisch außerhalb meiner, wie nennt man das? Das ist Unzurechnungsfähigkeit, müsste man sagen. Ja, es ist einfach ein lebenserhaltender Instinkt, wenn man so möchte. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, es ist natürlich, es ist interessant, ja. Ich meine, ich habe ja schon viele Politiker kommen und gehen sehen. Ich habe mich ja jahrelang mit Helmut Kohl auch optisch beschäftigen müssen. Nicht nur optisch, ja. Auch politisch habe ich viel mit Birne, wie er damals genannt wurde, zu tun gehabt. Ja. Ich war schon immer in sehr frühen Jahren in die linke Szene geraten. Mhm. Ja. Vielleicht auch selbstverschuldet geraten. Und natürlich als Linker, ja, da hast du mit Helmut Kohl immer viel zu tun gehabt. Und es gibt natürlich zwei Punkte. Ja. Leute wie Helmut Kohl, wie Donald Trump und wie Friedrich Merz, ja, an denen kann man sich herrlich reiben und an denen kann man auch sehr schnell aufzeigen, ja, wo die Tücken des Systems zu finden sind, ja, und wie bösartig und wie menschenverachtend doch vieles ist im Kapitalismus, ja. Mhm. Wenn du so Menschen hast wie Frau Merkel oder Obama, ja, die verschleiern häufig die dem System innewohnenden Strukturen. Ja, da denkt man, ja, das ist halt so dieses menschliche Antlitz. Das sind ja gute Menschen, die wollen das Gute, ja. Trotzdem sterben die Leute im Mittelmeer, trotzdem gab es Guantanamo, trotzdem wurde der Drohnenkrieg geführt unter Obama. Pipapo, ja. Also die müssen dann eben auch immer ihre Kompromisse machen und gucken, dass es dem Land gut geht. Ja, dass die Arbeitskräfte nicht, dass die Arbeitsplätze nicht abgebaut werden müssen. Und dann muss mit China gekungelt werden und mit keine Ahnung welchen anderen schlimmen Staaten. Also so gesehen ist es eigentlich für den politischen Gegner, also für Linke wie mich, fast immer besser, wenn so Hassfiguren wie Merz
ja, das Ruder innehaben. Aber ist das, ist das jetzt ein Plädoyer für klar umrissene Feindbilder? Naja, es macht das Rekrutieren von Nachwuchs etwas einfacher und es macht vielleicht auch manchmal das Erklären etwas einfacher. Ja, ja, das ist schon, ja. Auf der anderen Seite bin ich ja nicht nur Linker, ich bin ja auch Privatmensch und da gefällt es mir dann schon wiederum gut, dass ich also diesen Merz, dass ich den nicht, den halte ich nicht aus. Der ist ja noch schlimmer als Helmut Kohl und der war schon schlimm. Ja. Also ich bin ja, schlimm. Ich bin ja quasi in die Ära Kohl reingeboren worden. Als ich, der erste deutsche Politiker, der mir, als ich anfing quasi zu denken, begegnet ist, war der von meinem Großvater hochverehrte Helmut Kohl, Birne. Ja. Dann habe ich auch irgendwann in meinem Elternhaus sowas wie die Pardon oder die Titanic rumfliegen sehen, die natürlich gerne Helmut Kohl aufs Korn genommen haben. Ich würde sagen, jedes zweite Cover mal, also über so ein paar Jahre in den 80er Jahren hinweg, jedes zweite Cover. Ja, hätte es Helmut Kohl nicht gegeben, die hätten wahrscheinlich viel weniger Geld verdient, nicht? Ja. Ja, und das jedes weitere zweite Cover war dann meistens Hitler. Ja. Also, Helmut Kohl, hat nicht auch die Titanic den Spitznamen Birne erfunden? Boah. Ich würde darauf, also wenn wir jetzt in einer Quizshow wären, würde ich sagen, loggen Sie ein. Ja, loggen Sie ein. Würdest du sagen? Absolut, ja. Glaubst du nicht, dass das die Pardon war? Ach, die Pardon, also bitte. Die habe ich auch zwei, dreimal gelesen. Also das Niveau war ja deutlich schwächer. Kann mir nicht vorstellen, dass die auf so einen pfiffigen Spitznamen gekommen sind. Inklusive der schönen Zeichnung dazu. Ja, die Zeichnung gab es auf jeden Fall bei Titanic. Ich überlege jetzt auch gerade, wie dieser ewig und drei Tage beschäftigte Karikaturist von der Titanic hieß. Aber ich komme nicht drauf. Ich habe es auch vergessen. Ist das nicht bedrückend? Ja? Ich hatte bestimmt hunderte Ausgaben. Ich hatte das Blatt sogar mal abonniert, ja, ja. In den Fingern und durchgeschaut mit Begeisterung und dann den Namen vergessen. Das ist nicht gut. Naja gut, aber es war ja, ohne das herabwürdigen zu wollen, es war ja nur der Karikaturist und die Titanic an sich war ja auch nicht so das Blatt für den großen Namenskult der Kunstschaffenden oder der Schreibenden. Ich weiß nicht. Also komischerweise, jetzt habe ich gerade einen Blackout, aber noch vor 15 Jahren hätte ich ja durchaus den einen oder anderen ganz klar benennen können. Ja, da gab es schon auch so ein paar Stars. Ne? Ja? Na gut, die musste man, ja. Und da wurde vielleicht auch der Name etwas größer geschrieben als bei den anderen. Hm. Ne? Hm. Aber jetzt ist das alles weg in meinem Kopf. Ich meine, das Problem ist ja auch, es gibt ja auch immer wieder so viel Neues. Ja, ne? In jeder Folge oder in jeder Staffel Dschungelcamp musst du dir schon wieder neue Namen merken. Ne? Und das ist das Bizarre, weil du kannst mir nicht erzählen, dass irgendjemand, der da im Dschungelcamp auftritt, vorher wirklich bekannt war. Naja. Ne? Naja, also je nachdem, also der Rainer Langhans war mir schon ein Begriff und das war für mich schon auch das war, glaube ich, bisher der absurdeste Kandidat, also oder derjenige, bei dem ich es mir am wenigsten hatte vorstellen können, dass er mal im Dschungelcamp landen würde und natürlich Helmut Berger, ich bitte dich, ein Weltstar, hallo. Ja, okay. Und ein Kollege von mir übrigens. Punkt für dich. Helmut Berger ist ein Kollege von dir? Ja, ich möchte allen Menschen, die sich da draußen für Biografien interessieren, ganz unbedingt die Biografie von Helmut Berger ans Herz legen. Besonders die Szene, wie er im weißen Leinenanzug auf einer Yacht neben einer bildschönen Schauspielerin, ich glaube Sophia Loren oder so in die Richtung, ja, sitzt, ja. Die er auch gleich anbaggert, wie es natürlich sein Stil war damals. Ja. Ja. Und wie er sich da dann in die Hose kackt. Also das ist schon großes Kino. Ja. Das ist Literatur. Von Weltformat, also das möchte ich bitte allen da draußen ans Herz legen. Könnte man, würde ich sagen, lesen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil der Biografie von Dieter Bohlen. Auch großartig. Besonders der zweite Teil. Großartig. Ja. Du hast du es gelesen? Nein. Hast du es gelesen? Da freu dich doch, da hast du doch noch schöne Bücher vor dir. Ja. Ich lese gerade die Biografie von Oliver Stone. Ist vielleicht nicht ganz das literarische Format eines Dieter Bohlens, aber durchaus lesenswert. Ist es unterhaltsam? Das geht ja, ich finde, bei Biografien muss auch ein bisschen unterhaltsam sein. Also nur dieses strenge Abarbeiten von, ich hatte eine schlimme Kindheit und dann habe ich schöne Kunst gemacht. Also ein bisschen muss auch was für den fürs Zwerchfell dabei sein. Das, ja, ist es so bei Oliver Stone? Der ist doch nicht witzig. Nein, der Typ nein. Erzähl mir bitte nicht, dass der witzig sein kann. Nein, der ist auch nicht. Nein, das ist auch nicht witzig. Es ist schon so ein bisschen erzählt, wie auch seine Filme, gerade so die früheren Werke. Ansonsten, ich glaube, die beste Biografie, die ich bisher gelesen habe, war
Die von über Aleister Crowley. Ah ja. Komischerweise. Aber das war dann von, also das war nicht selbst geschrieben. Nein, das war keine Autobiografie. Okay. Nein. Aber das ist ja, also da möchte ich also gar nicht, also damit möchte ich nichts zu tun haben. Das war ja bestimmt kein guter Mensch, ne? Ja. Es war ein sehr besonderer Mensch. Das kann man wohl es so war sagen. Ein sehr besonderer wie Mensch. Wie Dieter Bohlen auch. Ja. Das ist aber auch kein guter Mensch. Nein, das ist sicherlich richtig. Aber Dieter Bohlen ist wie so viele Menschen, die man nicht versteht, wo man denkt, was ist los mit dem? Warum ist der so unsympathisch? Ist der von Ängsten gesteuert? Ja? Das denkst du dir? Dieter Bohlen war als Kind sehr, sehr arm. Ja? Ja. Und er lebt in dieser permanenten Angst, dass ihm das wieder passieren könnte. Und das ist ja so interessant, das ist so dieses Dagobert-Duck-Phänomen. Ja? Du scheffelst immer noch eine Million und noch eine Million, aber die Angst wirst du nicht los. Also egal, wie hoch dein Kontostand ist, immer ist da diese Sorge, ja gut, da gibt es irgendwie eine Katastrophe und alles ist weg. Ne? Und das muss man wissen, wenn man über Dieter Bohlen nachdenkt. Und man muss auch wissen, dass er ja als 16-Jähriger in der DKP war, nicht wahr? Ja. Okay. Ja. War das so? Da gibt es ja so ein wunderschönes Statement von Dieter Bohlen, wie er auch den Kapitalismus irgendwie mit. Das kennst du bestimmt, das geht doch immer so mal durch das Internet, so alle zwei Jahre mal, wie er so den Kapitalismus so in zwei Sätzen so wegbasht. Nee, tatsächlich nicht. Hau raus. Kennst du nicht? Nee. Was du alles nicht kennst, du hast das Leben noch vor dir, mein Junge, ja. Großartig. Naja, wenn ich mich noch auf was anderes freuen kann, außer die Biografie von Dieter Bohlen. Nee, mach das nicht klein. Also pass auf, diese Geringschätzung von Leuten, die, wo man denkt, die sind nicht intellektuell genug, das ist ein großer Fehler, ja. Mach das nicht. Das Buch ist wirklich hochgradig witzig. Es fängt damit an, dass Dieter Bohlen den Sänger von Pur, Hartmut Engler, ja, ja. Auf irgendeiner Insel, irgendeiner Kanareninsel oder so, in seiner gemieteten oder keine Ahnung was, Finca, Villa empfängt, ja. Und dann rennt der Hartmut Engler mit Dieter Bohlen so durch die Hütte und lässt sich alles zeigen und benutzt in jedem zweiten Satz immer so Fremdworte falsch. Das ist so witzig. Also du schmeißt dich weg. Köstlich, ja, köstlich. Also ich empfehle es wirklich allen, die sagen, ich brauche mal was anderes. muss man wieder einen neuen Input haben. Ne? Ja. Okay, das gut. Gut. Das was anderes. Wir sind vom Thema abgekommen. Es gibt kein Thema. Gab es ein Thema? Naja, aber wir sind von dem Thema abgekommen, das wir zwischenzeitlich besprochen haben. So, das wollte ich damit sagen. Ich fürchte, das wird uns noch häufiger passieren. Ja. Weißt du noch, was das Thema war? Ich weiß noch. Ich kann's dir sagen. Dann sag mal. Du hast den Leuten da draußen erzählt und auch mir, dass ich so viele verschiedene Verlage schon. Ja, das war das Thema. Danach kam ja noch Veronika, also erstmal der Ventilverlag, dann kam ja noch Veronika Kracher. Das war das Ursprungsthema. Und da sind wir gar nicht so richtig weiter eingestiegen. Ne? Das ist okay, das ist überhaupt kein Problem. Findest du, ein Autor sollte immer nur einen Verlag haben? Nö, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Oder sollte ein Autor ganz viele verschiedene Verlage? Also ich kenne ja beides aus meinem Kollegenkreis natürlich. Also ich habe es häufig so erlebt, dass ein Autor bei und mit einem Verlag groß und bekannt geworden ist und wenige haben dann gesagt, ich bleibe bei diesem Verlag, sondern sind dann zu einem der großen und bekannten gewechselt. Manchmal ist es ja noch so, dass der Ursprungsverlag dann vielleicht noch die Rechte am Hardcover hat, aber das Paperback, das wird dann auf jeden Fall bei den üblichen Verdächtigen verlegt. Aber ja, bei den Verlagen, bei den großen, bleiben die Autoren meist so lange, wie sie, naja, für den Verlag abliefern. Ja, beziehungsweise bis vielleicht noch ein besseres Angebot kommt, nicht? Das gibt's ja auch. Ja? Aber das ist, glaube ich, selten. Ich kenne auch Leute, die haben schon tatsächlich mit, ich war ja so zu behaupten, 4, 5, 6 großen Verlagen zu tun gehabt. Die drehen da so die Runde. Das sind ja schon fast die 6, die es dann gibt. Ja, naja, oder sagen wir so, aus Liga 1 und 2. Also von nehmen wir so die ersten 20, ne? Okay, so, okay, okay. Die es so gibt in Deutschland. Da kannst du dann sagen, ja, da haben die dann eben schon so 5, 6 Kreuze okay. gemacht. Ja, das wird natürlich im Kollegenkreis nicht immer so dezidiert besprochen. Ne? Du erfährst nicht immer ganz genau, warum jemand den Verlag gewechselt hat. Ja, aber bei manchen habe ich auch schon das Gefühl, die können sich's A leisten und haben auch so Lust. Ja. Ich meine, es hat natürlich immer den Vorteil, wenn du einen neuen Verlag, wie soll ich sagen, mit einem neuen Verlag dann zusammenarbeitest. Mhm. Gibt es natürlich auch neuen Input. Also du hast andere Menschen vor der Nase, ja, die auch mal was anderes sagen,
die vielleicht kritischer sind als der letzte Verlag oder weniger kritisch. Und das kann ja auch mal die Literatur selber verändern, ne? Oder du hast eine andere Lektorin, einen anderen Lektor oder so plötzlich. Ne? Magst du es da in einem Dialog mit dem Verlag zu sein, jetzt mal exemplarisch der Ventilverlag, oder bist du eher so ein Fan von, hier ist das Manuskript, einmal bitte bei dem Lektor, der Lektorin vorlegen und danach raus damit? Oder wie läuft sowas? Ja, ich kann die Frage insofern nicht wirklich beantworten, weil ich das erste noch gar nicht hatte. Ja, ich bin noch nie in den Genuss gekommen, dass ein Verlag zu mir gesagt hat, okay, das ist eine interessante Buchidee, ja. Ja. Und gut, das erste Kapitel hast du ja schon geschrieben, aber jetzt geh mal mit dem Lektor, mit der Lektorin, setzt euch mal zusammen und jetzt macht er mal so häppchenweise, das ist ja oft so, ne? Dann schreibt der Autor Kapitel 2, dann kommt der Lektor, dann geht das immer so, dann wird gesagt, nee, das ist scheiße, kannst du direkt nochmal schreiben, ja. Okay. Ne? Und dann geht das immer so stückchenweise weiter. Das hatte ich noch nie. Also am Anfang hatte ich tatsächlich immer fertige Bücher, die ich abgeliefert habe. Was ich tatsächlich gedacht hätte, dass das normal ist, dass man sagt, hier ist das Manuskript, lieber Verlag, das darf jetzt jemand Korrektur lesen und dann bitte in den Drucken, in 12-Punkt-Schrift. Ja, so war das. Ich weiß nicht, ob das früher so war oder ob das nur in meinem Leben so war. Ich weiß, das kann ich gar nicht so genau sagen. Da fehlt mir die Erinnerung oder der Austausch, den hatte ich damals vielleicht noch gar nicht mit so vielen anderen. Mhm. Auf jeden Fall ist es natürlich mittlerweile so, oder schon ja, seit Jahren so, dass du, wenn du jetzt persönlich eine Buchidee hast, ja, dir ist jetzt heute nach unserem Gespräch fällt dir was super Geiles ein, ja, so, und dann läuft das so, dann bringst du etwa 20 Seiten zu Papier, müssen noch nicht mal die ersten sein, ne, einfach irgendwie, kann auch ein Häppchen aus der Mitte sein, und dann suchst du dir einen Agenten. Dann suchst du dir eine Agentur, ja? Ja. Und sagst, hier, guck mal, das ist meine Idee, das habe ich schon fertig. Und dann sagt die Agentur im besten Fall, ja, das wird ein Bestseller, das wird ein Topseller, das machen wir. Und dann geht wiederum dein Agent, deine Agentin, dann gehen die damit zu den Verlagen. Aber auch wirklich nur mit dem bisschen, was du da hast. Okay. Und dafür bekommst du im besten Fall schon deinen Vertrag. Ne? Da bekommst du schon den Vorschuss aufs Konto, dann kannst du dich schön verpissen. Ja, auf die Malediven. Ja, wo Dieter Bohlen, glaube ich, gerade ist. Aber das nur stimmt, am Rande. Das stimmt. Ja, ich meine, Dieter Bohlen soll sich ja bitte auch nicht anstecken in Deutschland. Hallo, bloß der nicht, wird ja noch gebraucht. Nicht. Ist ja der Titan aus Tötensen. So sieht's aus. Ja. Okay, also, er ist schon eingebrochen worden in Tötensen, hast du das gewusst? In Tötensen gibt es doch gar keine Verbrecher. Das ist doch. Naja, die kamen natürlich von außerhalb. Natürlich. Ja. Die kamen bestimmt aus Hamburg. Das waren bestimmt so Heimkinder von außerhalb, ne? Normal. Ja. Okay, aber komm, lass uns beim Thema bleiben. Ja, Hab ich Dieter Bohlen erwähnt oder du? Das ist ja wieder typisch. Ja, jetzt werde ich gerügt dafür, dass du dich daneben genommen hast. Gerügt ist ein hartes Wort. Das nennt man Übertragung, mein Lieber, ja? Übersprungshandlung. Ja, ritz dich erstmal selber, bevor du die anderen. Ja. Das ist das Gleiche, was dir in Gegenwart von einem Merz passieren würde. Aber jetzt, ich mach das falsch. Du willst auf Unschuld plädieren. Ja, gut, meinen Segen hast du. Bist unschuldig. Ja. Alles klar, danke schön. Also, weiter zu. Du bekommst nochmal eine Bewährungsstrafe. Okay, dann will ich mich ab jetzt besser betragen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren dabei 20 Seiten. Ach so, Manuskript. Wie das läuft mit dem Manuskript. Genau. Ja, genau. Was macht der Agent, die Agentin dann mit diesen 20 Seiten Manuskript? Der tingelt. Naja, pass auf, diese Agenten, die haben natürlich ein Standing. Ja? Das sind natürlich im Normalfall Leute, die kommen schon aus der Branche. Ja? Ja. Die sind gut vernetzt und denen traut man dann auch ein gutes Urteil zu. Ja? Und die Verlage sagen, wir haben selber keine Zeit mehr für den Scheiß. Wir können nicht diese ganzen. Früher, als ich jung war, gab es ja noch diese, man nannte es die unverlangt eingesandten Manuskripte. Mhm. Ja? Und ich war mal in einem, das war übrigens der Verlag, der dann später pleite gemacht hat in Stuttgart. Ja. Da hatten wir eine Lesung, ein Kollege und ich, und wir schliefen in den Büroräumlichkeiten des Verlages. Ne? Geil. Beziehungsweise wir wurden dort irgendwie abgeparkt und es war noch nicht so spät und wir saßen da, haben wahrscheinlich getrunken, geraucht, dies, das. Und irgendwie sind wir dann so ein bisschen durch die Räume geschlichen, gegeistert. Da haben wir uns das mal umgesehen und dann haben wir eine riesige Kiste entdeckt mit diesen ganzen Umschlägen. Da waren zum Teil noch Briefmarken dabei nach dem Motto, wenn sie mir das Manuskript zurückschicken würden, hier schon mal die Briefmarken. Ja, okay. Die waren zum Teil nur aufgerissen, beziehungsweise auch noch gar nicht aufgerissen. Haben sie nur die Briefmarken rausgeholt?
Weiß ich nicht mehr. Kann, ist nicht unwahrscheinlich. Wäre ja schade um die Briefmarken. Ne? Naja, klar. Irgendwas, Mensch, irgendwas. Spätestens nach der Währungsumstellung wären die nichts mehr wert gewesen. Ja. Naja, jedenfalls, da haben wir, und das war nur ein kleiner Verlag, ja, und da haben wir schon gemerkt, wie viele Menschen es gibt, die eben denken, sie müssten jetzt ihr Buch mal in alle Himmelsrichtungen verschicken. Mhm. Ja, und da kann sich auch ein größerer Verlag nicht drum kümmern. Das ist viel zu viel Arbeit, also dieser ganze Wahnsinn. Und deshalb gibt es diese ja, parasitären Strukturen, der Literaturagenturen und das sind eben so Leute, denen vertraut man und wenn die dann sagen, hier, Heine Verlag, das Buch müsst ihr machen, dann sagen die, machen wir. So, also im Normalfall. Ne? Ja. Und ja, dann hast du als Autor ein schönes Leben. Dann kriegst du von Heine einen tollen Lektor, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Ja. Auch jemand, der sich zum Beispiel mit Rechtschreibung und Grammatik und so weiter auskennt. Ja, mit Fehlern, Zeichenfehlern. Ja. Ja. Und dann hast du im besten Fall ein Buch, auf das du stolz sein kannst später. Ne? Ja, und der Vorschuss, den du bekommen hast, der muss dann erstmal wieder reinkommen durch verkaufte Exemplare? Nein, der Vorschuss ist deiner. Das ist wirklich, das ist das Tolle, das ist wirklich geil. Also nehmen wir an, du bekommst 10.000 Euro Vorschuss, ja, und ja. Am Ende werden nur Bücher verkauft für 3.000. Ja. Dann hat der Verlag Pech gehabt und du kannst sagen, gut, du wirst auch ein bisschen traurig sein, weil du wolltest ja eigentlich Bücher verkaufen in erster Linie. Ja, ja klar. Aber du kannst dann immerhin sagen, naja, zumindest habe ich finanziell jetzt ein bisschen was. Aber ich meine, für die 3.000, die der Verlag dann verkauft, dafür kriegst du keine Kohlen mehr. Nee, das ist richtig. Also du bekommst dann erst, genau, der Vorschuss muss dann praktisch abgearbeitet, abverkauft werden und dann erst geht's wieder los, wenn dann sagt der Verlag, oh, hier guck mal, ja, wir sind so viel losgeworden, wir haben die 10.000 wieder reingekriegt und jetzt bekommst du wieder einen Cent von uns. Da gibt's quasi dann so diesen Break-Even-Point. Genau. Okay. Richtig. Und ich sehe, du trägst dich schon mit dem Gedanken, mein Lieber, ja? Toi, toi, toi. Wie gesagt, ich war lange Buchhändler. Ach ja, du hast es erwähnt. Ich habe es erwähnt. Ja, ja. Schade, dass du den Job gewechselt hast. Im Gegenteil. Ich meine, für mich schade. Ich mag ja Buchhändler und Buchhändlerin. Ja? Bin ein großer Freund dieses Berufsstandes. Von mir aus könnte jeder zweite Buchhändler sein. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Welt. Aber dann würde niemand mehr Bücher kaufen, weil Buchhändler und Buchhändlerinnen kriegen ja die meisten der Bücher, die sie lesen, umsonst. Aber wir hätten eine wesentlich belesenere Gesellschaft. Nee, aber dann ziehe ich das doch zurück. Das ist ein Argument. Nein, das geht ja gar nicht. Oder wir ändern das System, dass auch Buchhändler bezahlen müssen. Ne? Ja, okay. Vielleicht die sogar ein bisschen mehr. Ja. Na klar. Dass man sagt, weißt du was, du hast eh schon so einen gemütlichen Beruf, weil du den ganzen Tag auf der faulen Haut liegen, ja? Ne? Du den Arsch nicht richtig in Schwung bekommen, dann zahlst du mal wenigstens für die Bücher das Doppelte. Ja. Mach doch mal, ich meine, wenn es irgendwann mal wieder Weihnachtsgeschäfte und sowas gibt, dann mach doch mal zur Weihnachtszeit ein Praktikum im Buchladen. Das ob ist, sie mich noch nehmen würden ist in meinem Hölle, hohen Alter? Meinst du, die nehmen mich noch? Ja. Na, den Buchläden geht es nicht gut. Von daher, die nehmen ich was. Sehe ich ja jünger aus. Ja, vielleicht, wenn ich sage, ich zahle noch was dazu für meinen Praktikumsplatz. Ja, dass der Verlag, dass vielleicht mein Verlag noch sagt, ja, also wir zahlen dann auch ein Gehalt, wenn sie den beschäftigen. Da kannst du zumindest deine eigenen Bücher verkaufen. Deine Bücher standen ja in meiner Abteilung und das war auch wirklich so, du warst quasi mein Fachbereich. Oh, das heißt, du hast es mit Weltliteratur zu tun gehabt. Ich hatte es mit Weltkunst zu tun und zwar der ganz besonderen Weltkunst. Das heißt, ich hatte eine kleine Abteilung, wo einmal die Klassiker dieser Art von Weltkunst, wie die Bukowskis, die Polanyuks und so weiter, Faltbacken stand da rum und all sowas. Ja. Also all das, schön. Viel Drogen. Jetzt muss ich fragen, erstens, in welcher Stadt war diese Buchhandlung Dortmund. Und welche war es denn bitte? Wie hieß sie? Die Buchhandlung war in Dortmund und es war eine Kette. Ah ja. Also, und das möchtest du da nicht sagen, es ist dann unangenehm, ja? Mein Gott, hätte ich einen Lebenslauf, würde es eh drin stehen. Sag doch. Es war die Meiersche Buchhandlung. Na, es gibt doch Schlimmere, nicht? Zum Beispiel?
Thalia finde ich schlimm. Naja, Thalia hat die Mayerscher ja jetzt mittlerweile auch aufgekauft. Oh Scheiße, tut mir leid, das wusste ich nicht. Das ist immer so geil, wenn Leute so, sich so über Biersorten auslassen, ne? Ja. Und so lokalpatriotisch irgendwelche Biere feiern und dann immer irgend so ein Besserwisser kommt und erklärt, ja, das gehört aber mittlerweile auch zu Carlsberg. Ja. Und dann gucken die immer so ganz bedrückt nach dem Motto, ach so. Ja, aber ich glaube, da. Also ist das mit der Globalisierung? Aber ne? Ich glaube, da verstehen dann auch Leute was falsch. Nur weil Carlsberg irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Becks gekauft hat, werden die ja nicht sagen, so Leute, und das, was ihr jetzt braut, das muss schmecken wie unser Carlsberg, sondern. Nein, das ist ja nee, aber das ist nicht der Punkt. Die Leute sind trotzdem so traurig, weil sie auch immer diesen regionalen Aspekt, die meisten finden ja irgendwie interessanterweise Biersorten aus ihrer Region gut. Ist dir das schon aufgefallen? Natürlich. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil sie damit den ersten Vollrausch verbinden. Ne? Das erste Mal, dass ich mir selbst in die Schuhe gekotzt habe, das war mit Wolters Pilsner. Ja, geil. Und das muss ich jetzt immer feiern. Ja, und dann kommt eben Carlsberg und das ist dann nicht richtig. Verstehst du? Das ist wie bei Fußball auch. Ne? Ähnlich. Wenn wir jetzt gerade bei den Biersorten sind und ne, dem lokalen Bier und das erste Mal in die Schuhe kotzen, ich würde dir gerne drei Stadtnamen vorlesen, die alle mit dir in Verbindung gebracht werden. Und bin gespannt. Dann sag mir doch mal bitte, wo das Bier herkommt, aus welcher dieser drei Städte, was du am liebsten hast. Ich beginne. Novosibirsk, Tomajärvi, Braunschweig. Ja. Also man muss ja sagen, das russische Bier, ja. Ja. Also das ist ja wirklich, und ich glaube, das ist jetzt kein falscher, wie soll ich sagen, Nationalismus oder Lokalpatriotismus. Ich glaube, da geht's wirklich um Geschmacksnerven. Also das russische Bier ist ja nun wirklich nichts für jedermann, für jeder Frau. Ja, das wird ja oft in 5 Liter Plastikflaschen verkauft. Ja. Oder bist ja, wenn du die Hälfte geschafft hast, bist du ja schon fix und fertig. Also deswegen, ja, und das finnische Bier kann sich eh keiner leisten. Das mag schmecken, aber das finnische Bier ist natürlich extrem teuer. Ja. Also, und da muss ich kurz einen Schwank erzählen. Ich war mal in Finnland in den 90er Jahren. Ja. Damals mit meinem Vater. Wir waren dort, weil wir an einem Skilanglaufseminar teilgenommen haben. Und zwar, ja, du lachst, aber so war es, ja. Und zwar wurde damals in der relativ neuen Skating-Technik unterrichtet. Kennst du dich ein bisschen aus im Langlauf? Ich kenne mich ein bisschen im Skifahren aus. Ja, es gibt ja so klassischen Langlauf, ne? Ja. Da schiebt man so nach vorne. Und dann gab es irgendwann diese Skating-Technik, das ist so ein bisschen mehr so wie Schlittschuhlaufen. Und da gab es irgendwie so einen deutschen ehemaligen Olympiateilnehmer, der da irgendwie so einen Kurs angeboten hat. Und mein Vater hat gesagt, Junge, da fahren wir hin. Ich lade dich ein. Ja. Und dann waren wir in Finnland in so einem wirklich, also klitzekleinen Dorf, also 30-Seelen-Dorf. Da gab es dann dieses eine Hotel, dieses eine Skihotel. Und abends sagt dann mein Vater zu mir, so Junge, jetzt gehen wir mal schön an die Bar und trinken Bier. Ne? So. Und dann trinken wir ein Bier und dann guckt er mich an und sagt, und noch eins? Ich sage, ja, unbedingt. Und dann trinken wir ein zweites Bier, dann sagt mein Vater, und Junge, nehmen wir noch eins? Ja, aber unbedingt, da sagt die Frau hinter der Bar, nee, sie hatten ja schon zwei. So. Weil das in Finnland einfach ein bisschen anders gehandhabt wird als in Deutschland. Also da sind eben zwei Bier, weißt du, und dann hast du für die zwei Bier auch noch das bezahlt, was du in Deutschland für drei Gin Tonic bezahlen würdest. Deswegen möchte ich auch das finnische Bier nicht empfehlen. Wolters Pilsner ist aber genau die Sorte, die kommt aus Braunschweig. Das Bier ist, glaube ich, genau die Sorte Bier, die man nur lecker finden kann, wenn man sich eben nach Genuss dieses Bieres schon mal in die Schuhe gekotzt hat. Deswegen möchte ich sagen, ich trinke aktuell Tegernseer Helles. Das ist aus Berlin, oder? Nee, Bayern. Bayern, Tegernsee. Das ist doch, ist doch ein großes Zentrum für, ich glaube, für Schlittschuhläufer, für Eisschnellläufer, nicht wahr? Du bist im Sport sehr interessiert und auch erschreckend bewandert. Naja, wenn das denn stimmt mit Tegernsee. Vielleicht habe ich mich ja auch auf jeden Fall. Aber du erzählst es sehr überzeugend. Ja, das muss ich ja auch. Ich bin ja selber, wie gesagt, Podcaster. Ja. Du weißt ja, wie es ist. Ne? Ja, wenn du dir nicht sicher bist, hau noch ein bisschen Überzeugungskraft drauf. Ja. Also ich glaube, das muss ich noch ein bisschen lernen, weil mir ist aufgefallen, ich sage im eigenen Podcast viel zu oft bei Sachen, wo ich mir absolut sicher bin,
aber dann halt doch nicht so, dann sage ich immer, ich glaube oder ich habe gehört. Oder, ja, ja, verstehe. Ja, das stimmt. Das ist, wenn du jetzt Politiker noch werden wollen würdest, ja, dann müsstest du das radikal ändern. Ne? Das ist ja, ne? Das hast du nicht gehört, das hast du gesagt. Ja. Das war schon vor 30 Jahren schon, ja. Als noch keiner hören wollte, hast du es schon gesagt. Ich glaube, für Politiker bin ich, also um da jetzt noch eine politische Karriere zu beginnen, dafür bin ich auch schon zu alt. Naja, ich meine, ich weiß nicht. Also, ich meine, zumindest musst du ja als Politiker, also, jetzt bin ich gespannt. Diese Sitzung, ja, natürlich so eine Sitzung da nächtelang im EU-Parlament zum Beispiel mit den anderen Hotten irgendwie diskutieren, ist bestimmt auch anstrengend. Aber so diese körperlichen Höchstleistungen, ja, also Rennen, Hüpfen, Springen und so, das musst du ja nicht machen, netterweise. Das machen ja nur so Typen wie Putin, der jetzt Eisloch dann. Ja, hast du gesehen, dass er schon wieder in irgendeinen Fluss gesprungen ist, um die Eisbadesaison jetzt einzuläuten? Also, der Typ ist ja wirklich. Habe ich nicht gesehen, aber erinnerst du dich noch an das Musikvideo von Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes Go to War? Nein. Szenerie im Wesentlichen das, Leute stehen um einen Kreis, der aussah, als wäre es irgendwo in einem Schweinestall oder so, und dann werden die Politiker von zwei Ländern, die halt im Anzug antreten, die werden dann von ihren Adjutanten entkleidet und mit so Bandagen ausgestattet, und dann gehen die aufeinander los. Also eben dieses, ne, wenn es einen Krieg, einen Konflikt geben soll, dann sollen doch bitte die Politiker das unter sich austragen. Mann gegen Mann oder sei es drum Mann gegen Frau oder Frau gegen Frau. Vielleicht muss man da jetzt verschiedene Disziplinen einführen, aber... Na, dann sollte man aber auch irgendwie bestimmte Altersklassen vielleicht nochmal, oder Gewichtsklassen. Nö, nicht umsonst hat man das Fliegengewicht und das Schwergewicht erfunden. Ja? Wieso? Wenn jeder Politiker weiß, worauf er sich da einlässt, nur würde sowas jetzt eingeführt werden, Putin würde alle, glaube ich, sowas von in die Tasche stecken. Naja, Putin ist sicherlich, ich meine, der hat ja auch diese KGB-Vergangenheit und so weiter. Aha. Der ist sicherlich, der macht ja auch Kampfsport und aber weißt du, es gibt ja viele Länder auf diesem Planeten, ne? Und da kennen wir vielleicht den einen oder anderen, es gibt immer einen, der besser ist, ja. Und dann ist auch vielleicht ein Putin mit seinen mittlerweile, der wird auch schon 60 sein, denke ich mal, ja. Und dann kommt vielleicht so einer, der hat sich so ein bisschen Gift an den Fingernagel, weißt du? Und dann hast du nur so eine kleine Risswunde unterm Auge oder so einen kleinen Schnitt und denkst, scheiße, ich verliere an Kraft, was ist los? Ich werde ohnmächtig. Ja? Weil einfach das Kontaktgift, wobei, das hat der Putin wahrscheinlich auch. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dem musst du da nichts von Kontaktgift erzählen. Ich muss sagen, also Putin würde ich gerne sehen in dieser Disziplin, auch so einige andere, aber so... gerade in unseren Breiten, diese westlichen Demokratien, ich meine, das ist ja schon ein Schweinejob, schlecht bezahlt, du wirst beleidigt ohne Ende, du kriegst Morddrohungen von Rechten und von vielen anderen Menschen, und also das reicht, ich finde, es reicht schon, dass du einfach ein Bürgerbüro hast als Politiker, ja, das ist ja schon schlimm genug, wo du jeden Tag damit rechnen musst, dass die Scheiben beschmiert sind, ja, dass dir jemand Fäkalien in den Briefkasten geschmissen hat und was weiß ich. Ja? Also deswegen muss ich sagen, sollen die Generäle dann von mir aus untereinander kämpfen, aber doch nicht die Politiker. Naja gut. Ja. Naja, auf jeden Fall Tegernseer Helles trinke ich deshalb so wahnsinnig gerne, weil dieses helle Bier ohnehin, finde ich, so schön, so süßlich daherkommt und so schön süffig ist. Und dann hast du immer noch die Halb-Liter-Flasche, du musst nicht so oft aufstehen. Ist das eine Plopp-Flasche? Ich habe lange Zeit Holsten getrunken, weil ich ja nun in Hamburg lebe. Ja. Ja, schon seit mittlerweile, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Jahren, dachte ich, musste ich mich hier auch so ein bisschen anpassen. Ja. Habe dann immer brav Holsten edel getrunken. Jetzt trinke ich Tegernseer Helles, wenn ich es mir leisten kann. Okay. Teuer. Ist dieser Irrglaube, dass jeder Mensch in Hamburg Astra trinkt, nur ein Marketing-Gag? Ja, das ist wirklich die meisten, die ich kenne, also ich kenne kaum jemanden, der Astra trinkt, weil alle das eben so ekelhaft finden, wie diese Werbung aufgebaut ist. Die ist ja erstens durchaus sexistisch, immer wieder, ja. Ja. Und dann ja, und genau, und dann wird ja auch immer genau das impliziert, dass du nur ein cooler Dude, eine coole Lady sein kannst, wenn du in Hamburg mit hier Astra Rotlicht und durch die Gegend ziehst. Und eigentlich wird das immer nur von Touristen getrunken, ist so mein Eindruck. Ja, das ist. Ja. Ich aber es funktioniert auch. Eben, weil Hamburg ist eben nur ein kleiner Teil von Deutschland und drumherum. Und bei mir ist es häufig so, dann habe ich Lesungen irgendwo.
Und ich probiere ganz furchtbar gern regionales Bier, weil ich das interessant finde. Ja? Ja. Ich lasse mir gern was Neues vor die Nase setzen. Und dann führen mich die Leute in den Backstage-Raum und machen so mit riesigen Augen, ganz begeistert, machen sie den Kühlschrank auf und sagen so, schau mal. Und dann ist da eine ganze Kiste Astra schon im Kühlschrank. Hast du nicht sowas wie einen Tech-Rider oder einen Hospitality-Rider? Nein. In den Löchern, in denen ich absteige, liest das auch keiner. Das wäre eher kontraproduktiv. Ja. Oh, das glaube ich nicht. Und dann muss ich immer sagen, ach, das ist schade, weil ich trinke eigentlich jedes Bier. Ja. Also alles, ja. Außer Astra. Dann könnte ich dir zumindest hier in Bochum auf jeden Fall ein Fiege Helles anbieten, weil das ist... Habe ich schon getrunken. Ja. Habe ich schon, sehr lecker. Ja, ist sehr lecker. Ist auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen süßer, bisschen süffiger, hat irgendwie so leicht, ich verstehe von Bier gar nichts. Ich würde jetzt irgendwas von leicht cremig erzählen. Man muss auch nichts verstehen, man muss einfach sagen, schmeckt lecker. Ja. Das ist alles, was man wissen muss zum Thema Bier. Ne? Und vielleicht noch, wie viel Alkohol drin ist. Da gibt's ja verschiedene Richtwerte. Ich habe zum Beispiel mal ein belgisches Himbeerbier getrunken. Ich wollte gerade sagen. Er hatte, glaube ich, 24, irgendwas Umdrehung. Das ist natürlich insofern gefährlich, wenn du das nicht weißt und dann irgendwie dann das Zehnte schon am Hals hast. Dann musst du dich nicht wundern, wenn der Lappen wieder weg ist. Ja? Ne? Ich habe in der Vergangenheit, als man noch Musik gemacht hat, haben wir in einem belgischen Laden gespielt und wir haben Freikarten für 5 Biere bekommen. Und wir alle, also pro Person, und wir dachten alle so, oh, 5 Bier, ach, kommt schon. Ich ahne schon, ja. Was kommt, ja. Ja, und dann kam einer aus dem Laden und hat gesagt, ist kein Problem, ich werde euch in die belgische Bierkunst einführen. Und diese 5 Sachen, das wird reichen. Wir natürlich übermütig bis zum geht nicht mehr. Ich weiß noch, das 4. Bier, also dass ich es getrunken habe, und danach bin ich in einem Raum aufgewacht, wo alle Bands von dem Abend geschlafen haben, alle, die diese 5 Biermarken bekommen haben, der Raum hatte ein Fenster, das war dann auch zu. Es roch, wir waren, glaube ich, ich sag mal so 15 bis 18 Leute, immer in so Doppelstockbetten. Ja, diese Gerüche, ekelhaft. Ich hab's direkt in der Nase. Und dann musste ich am nächsten Tag mit, oh Wunder, ziemlichen Kopfschmerzen, durch die komplette Halle, weil auf der anderen Seite quasi die Duschen und Toiletten waren. Das war spitze. Ja. Großartig. Ja. Belgisches Bier ist ganz was Feines. Ja, deswegen, also das ist eben vielleicht auch noch interessant, dass man, wenn man jetzt sich viele Biere in den Hals schütten möchte, dass man einfach mal drauf guckt, wie viel Alkohol ist da drin, aber ansonsten muss es doch schmecken und scheiß auf den Rest, nicht wahr? Ja, aber wenn man es sich aussuchen kann, dann muss man eben nicht Astra trinken, denn ich meine, also das ist doch wirklich nervig, das ist diese Penetranz und dieses Image, was da aufgebaut wurde, spricht ja geradezu Hohn, wenn man sich mal überlegt, was das einfach ist. Ist auch nur ein Bier, also auch nur eine Plörre in einer kleinen Flasche. Naja, lass uns nicht so viel über Bier sprechen, ich bekomme schon Durst. Okay, dann eine gute, wie ich hoffe, Anknüpfungsfrage. Es gibt in Hamburg ja die Astra-Stube. Ja. Heißt die so, weil das Bier oder die Marke, das Konsortium, wie auch immer, die gekauft und gesponsert hat? Oder warum heißt die Astra-Stube Astra-Stube? Gute Frage. Heißt es überhaupt Astra-Stube oder Stuben? Gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, es heißt Stube. Ist ja auch nur ein Laden. Ja. Ja, aber das heißt ja nicht. Ich meine, Stuben ist ja auch so ein altdeutsches Wort. Ich glaube, das Wort Stuben... Lassen wir Stube stehen. Ich bin da, die Astra-Stube befindet sich ja an der Sternbrücke. Ja, korrekt. Und ich habe auch jahrelang in dem Glauben gelebt, es würde Sternbrücken heißen. Weil ich immer dachte, ja klar, Stern... Das müssten doch dann 2 Brücken sein, ne? Ja. Und obwohl ich da 1000-mal war, habe ich mir das aber auch nie angeguckt, so nach dem Motto, war in meinem Kopf so, da ist aber nur eine Brücke natürlich. Darunter sind die Straßen so sternförmig. Ich glaube, das ist aber warum die Astra-Stube heißt, I don't know. Okay. Kommt auf jeden Fall noch aus einer Zeit, der Name ist ja schon alt, der Laden. Eben. Als Astra noch nicht das Bier war, also imagemäßig, dass es heute ist, ne? Oder zu sein. Ja, ich glaube auch, die haben, wenn die irgendwas verändert haben werden, dann wird es halt wird es das Image gewesen sein, weil auch diese Astra-Kartoffelflasche, die war ja schon immer, soweit ich weiß, oder?
Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber gibt es ja mittlerweile auch verschiedene Varianten und so. Es ist doch immer dasselbe, ja? Ich meine, als ich jung war, war zum Beispiel Jägermeister, ja? Ja. Jägermeister war ganz klar ein Getränk für ältere Menschen, im Normalfall Männer. Ja. Also damit hattest du als Jugendlicher nichts zu tun, ja? Der Jägermeister stand neben dem Fernet Branca. Ja, von mir aus, ja. Ne? Ja. Das war einfach so ein, ja, das hat das, also kein Mensch hätte das freiwillig irgendwie sich in den Rachen gegossen. Mhm. Macht ja auch verrückt noch nebenbei, ist ja wirklich der Absinth der Jetztzeit. Was? Ne? Ja, also trink bitte nicht alleine eine ganze Flasche Jägermeister. Ich hatte mal, ich war mal auf einer Party, kann man gar nicht sagen. Wir hatten so eine kleine Zusammenkunft, ja. Wir waren 4 Männer und eine Frau, das weiß ich noch genau. Wir haben, glaube ich, erst Karten gespielt. Doppelkopf, glaube ich. Ja. Und dann kreiste die Jägermeisterflasche. Und dann ging es nicht mehr mit dem Doppelkopf, weil alle zu bekloppt waren im Dreifachkopf. Ja. Und dann wurde Musik angemacht und es wurde getanzt. Und ich erinnere mich noch, dass wir alle den Oberkörper freimachten. Okay. Und uns gegenseitig Geldscheine auf den Leib so immer geklebt haben. Das fanden wir irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwie geil. Da merkst du schon, wie der Alkohol ja dann was macht mit den Menschen. Und dann war diese Zusammenkunft irgendwann beendet, ja, also Schluss, die Gäste wurden nach Hause geschickt und einer der Beteiligten ist am nächsten Morgen aufgewacht, im Bett, in seinem eigenen Bett. Respekt. Und alles war voller Blut, also der ganze Körper, sein T-Shirt, Hände, Arme, alles war voller Blut. Er hatte aber weder eine Wunde noch Nasenbluten erkennbar. War es sein Blut? Er muss also irgendwie auf dem Heimweg, ja, keine Ahnung, ein Zeitungszusteller, jemand, der mit dem Hund draußen war, so ist er aufgewacht und dann holst du dir erstmal eine Zeitung, ja? Ja. Yeah. Und blätterst die Zeitung durch und denkst, komisch, steht gar nichts drin. Ja? Was? Und bis heute weiß kein Mensch, was da passiert ist. Okay. Ich kann nur allen sagen, ey, bitte Jägermeister in kleinen Dosen, ja? Immer ein belgisches Bier zwischen jedem Jägermeister trinken. Ja. Ja? Und jedenfalls, ne, und dann kam aber eben irgendwann kam ein kluger Werbestratege und hat sich gedacht, Jägermeister, das machen wir jetzt mal zum Hip-Getränk. Mhm. Und dann hat das auch funktioniert. Ja, in den USA gilt das ja als, weiß ich nicht, heute noch, als total fresh und ja. Das musst du, da Jäger. Musst du eine Flasche bestellen. Also Wahnsinn. Ne? Ja, Wahnsinn. Das stimmt. Ich glaube sogar, der Stratege, das war der damals Geschäftsführer von, also so habe ich die Geschichte gehört, das war der Geschäftsführer von Jägermeister, der quasi seine Marke und auch sein Vermächtnis irgendwie sterben sah und der sich dann in einem letzten ereiferten Akt des Marketings aufgebäumt hat und nochmal sein ganzes Geld da reingeschmissen hat, um dann letzten Endes das Ganze in eine komplett andere Richtung. Es hat geklappt. Ich kenne diverse Menschen in meinem Alter oder jünger, die tatsächlich heute Jägermeister trinken. Also es ist das ganz Normales geworden. Ja? Jemand feiert eine Party, also ne, als vor Corona natürlich noch, also in diesen Jahren, ne, wurde irgendwo eine Party gefeiert und schwuppdiwupp bringt einer eine Flasche Jägermeister mit, ja? Oder brachte. Ne? Ich glaube, die haben also das wir lernen. Durst ist nichts, Image ist alles. Ja. Gut, wer Durst mit Jägermeister löschen möchte, der... Du weißt schon, dieser seelische Durst. Da geht es ja nicht um den Brand in der Kehle, da geht es ja um diesen, ja, da geht es ja um das Verlangen, was in deiner Seele ja, irgendwie wuchert. Ja. Warum trinken Menschen, warum macht es Spaß, sich zu betrinken? Das ist eine gute Frage. Ich trinke schon mein Leben lang. Ich bin ja zeitlang oder jahrelang ein kleiner Punkrocker. Da fängt es ja automatisch an. Da wird ja nicht drüber nachgedacht, sondern es ist einfach so, wenn du Punkrocker wirst dann, oder damals zumindest war es so, dann musstest du Bier trinken sowieso und auch noch viele andere Dinge. Ja. Und dann stellst du natürlich fest im Laufe der Zeit, das macht ja was mit dir. Ne? Also du trinkst das erste Bier, du trinkst das zweite Bier, dir wird wärmer ums Herz, die Schmerzen lassen nach, die Ängste lassen nach, du wirst mutiger, du wirst redseliger, du gehst auf die Damenwelt zu, ja, wenn du dich für die Damenwelt interessierst oder auf die Herrenwelt, keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, wie wenig Sex die Leute hätten, ja, auf dieser Erde, wenn es nicht Alkohol und Drogen gäbe. Wie wenig Leute es geben würde. Na, es würde dann auch weniger Leute geben, das muss man natürlich sagen. Also ich glaube erheblich. Sicherlich. Also, sicherlich. Also nicht, ich glaube nicht, dass wir da im 1%, im einstelligen Prozentbereich liegen. Deutlich mehr. Du meinst jetzt, wenn wir von denen sprechen, die uns fehlen würden? Ja, ja. Ja, 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 klar.
Also das wäre, wir hätten viel mehr. Und wenn ich kurz auf meinen Beruf zurückkommen darf. Ja, bitte. Das ist natürlich in meinem Leben durchaus unabsichtlich passiert. Aber ich muss schon sagen, dass ich natürlich die vielen, vielen Alkohol- und drogenbedingten Eskapaden, die ich natürlich dann auch erleben musste oder durfte, auch weitlich ausgebeutet habe für meine Bücher. Ja, also ich kann Leuten, die anfangen zu schreiben, die belletristisch schreiben wollen, also Romane, Kurzgeschichtenbände und so weiter, ja, und die nicht so wie Oliver Stone jetzt nur so, also das persönliche Elend schildern möchten, also die traurige Kindheit und die harte Schulbank und so, sondern die auch mal ein bisschen was Witziges dazwischen streuen möchten, ja. Den kann ich nur empfehlen, keiner Droge und keinem Rausch aus dem Weg zu gehen, denn es passiert ja immer was. Oder nicht immer, aber es passiert ja, oft genug passiert ja was. Ne? Oft was Absurdes. Absolut, Dinge, die man sich nicht ausdenken kann. Ja? Und ich habe auch mit LSD und Pilzen und so weiter rumexperimentiert. Also gerade da passiert ja wirklich, das kann man sich ja nicht überlegen. Das ist ja auch nicht planbar. Kann man das dann noch in Worte fassen hinterher? Ja, doch. Ja? Das geht schon. Doch, ich finde das gar nicht so schwierig. Ja. Wo du gerade das erwähnst, in meiner Bücherecke, da stand übrigens auch der von mir hochverehrte Hunter S. Thompson. Ja. Ist das immer noch was, wo du heute Inspiration erholst? Ich möchte sagen, dass Hunter S. Thompson war eine Zeit lang mein absoluter Lieblingsautor, wahrscheinlich wie bei vielen anderen Leuten auch. Ja. Also Angst und Schrecken in Las Vegas, das lasen wir im Freundeskreis. Also es war eines der wenigen Bücher. Damals wurden wirklich fast nur Drogen genommen. Da wurde gar nicht mehr gelesen. Aber es gab dann irgendjemand, der hatte das Buch mal angeschleppt. Und häufiger saßen wir beisammen und irgendjemand las draus vor. Das war so richtig unsere kleine Bibel. Und das hat mich natürlich sehr geprägt und auch, was mein eigenes Schreiben angeht, sicherlich sehr inspiriert. Aber als ich dann irgendwann zur Kenntnis nehmen musste, dass Hunter S. Thompson ein Frauenschläger war, da hat dann meine Begeisterung doch massiv nachgelassen und ich gehöre zu der Sorte Mensch, die leider, oder was heißt leider, die nicht trennen können zwischen Werk und Künstler. Okay. Ja. Gibt ja auch Leute, die sagen, du, ist mir egal, ja. Das ist mein Song, ja, das ist mein Buch. Das, der Autor, der Sänger hat damit nichts zu tun oder der Musiker. Ja, ich verstehe schon. Bei mir ist es so, ich sehe so, hab sofort das Gesicht vor Augen, ja. Ich sehe die Leute vor mir und dann ist es wie mit Friedrich Merz. Ich kann dann, also wenn Friedrich Merz jetzt mein Lieblingsbuch schreiben würde. Ich könnte es nicht lesen. Tut mir leid, es geht einfach nicht. Ja. So, und da habe ich Hunter S. Thompson nicht aus meinem Bücherregal entfernt. Soweit wollte ich dann doch nicht gehen. Ne? Die Bücher stehen ja noch, aber ich habe sie nie wieder in die Hand genommen. Ja, und auch kein neues mehr dazu gekauft. Also das ist jetzt das ist jetzt tatsächlich neu für mich. Ich habe diverse Bücher über ihn auch gelesen. Es gab eine ganz hervorragende Biografie über ihn in der Edition Tiamat. Ja. Da ist mir auch, fällt mir auch gerade ein, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das ist irgendwie abhanden gekommen. Anyway. Ist jetzt für die Leute draußen nicht so maximal interessant, eben, oder? Eben. Aber obwohl, vielleicht hast du ja gerade den angesprochen, der es ja nie zurückgegeben hatte. Der schämt sich jetzt ein bisschen. Zu Recht, würde ich sagen. Aber ich hab noch nie gelesen, dass Thompson ein Frauenschläger war. Doch. Okay. Doch. Auch das steht in einer Biografie, die, glaube ich, auch sogar in der Edition Tiamat erschienen ist. Ich glaube, da gibt es ja sogar mehrere, die sind ja sehr, sehr führend, was Thompson angeht. Ja. Ja. Ich fand es aber dann so überraschend nicht. Als ich es gelesen hatte und mir nochmal überlegt habe, wie seine Bücher so aufgebaut sind, ja, welche Rolle Frauen in seinen Büchern spielen, hat es mich nicht überrascht. Frauen kommen ja in seinen Büchern überhaupt nicht vor. Also das wollte ich jetzt gerade sagen, ja. Entweder als Opfer, ja. Oder so als absolute Randfigur. Frauen haben ja in diesem Kosmos nichts verloren. Ja? Also das ist ja irgendwie, das ist ja fast so eine minderwertige Gattung, hat man das Gefühl, wenn man seine Bücher nochmal unter diesem Aspekt neu liest, ja. Oder sich nochmal neu erinnert an die Bücher, ja. Dann passt das gut zusammen. Ja? Und klar, ich war nicht dabei und es ist, ne, das ist immer natürlich, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie war es mit Michael Jackson, ja, auch da habe ich für mich eine Meinung, ja, und hier habe ich das einfach, ich glaube das einfach mal, beziehungsweise die Chance, dass es wahr ist, ist für meinen Geschmack so groß, dass ich mich mit dieser Literatur nicht mehr identifizieren möchte, ja, also ich möchte ganz unbedingt, dann auch nicht damit in Verbindung gebracht werden. Also ich selber hatte nie das Bedürfnis, Frauen zu schlagen, möchte das auch in meinem Leben bitte nicht tun und möchte auch meine eigenen Werke dann dergestalt aufgebaut sehen, dass Frauen in meinen Büchern schon eine deutlich andere Rolle haben. Die dürfen gerne mal selber zuschlagen bei mir. Ja, bitte, gerne.
Ja, machen sie auch. Sehr vernünftig. Aber ich sage jetzt einfach mal Drogen und wie singt die wunderbare Band Godzilla? Ich schlag dir voll in die Fresse wie ein Mädchen, ja. Ja. Wie sieht deine Arbeit aus, wenn du dich dann entschließt man sich jetzt ein Buch zu schreiben oder schreibst du jeden Tag? Schreibst du jeden Tag ein bisschen? Machst du sowas Schickes wie ein Morning Diary oder was? Wie verfolgst du deinen Beruf? Ah, das ist eine schöne Frage. Morning Diary, das hat mich noch nie jemand gefragt. Allein das Wort ist so entzückend. Ja. Es ist so, du hast natürlich als Künstler allgemein, denke ich, immer ein Projekt. Ja? Irgendwas ist ja immer. Ne? Ja. Auch in meinem Leben ist es ganz selten so, dass ich denke, ich gönne mir ganz klar, wenn ich jetzt einen Roman fertig geschrieben habe, ja, an dem ich zum Beispiel 3 Jahre gesessen habe, ja. Und ich habe nicht schon irgendwie Druck, ja, dass jemand sagt, für die Anthologie brauchen wir jetzt aber auch dringend die Geschichte. Wenn ich mir das leisten kann, gönne ich mir auch gerne mal einfach mal 2, 3, 4 Wochen, wo ich einfach mal wirklich nicht schreibe. Das ist auch mal schön, ja. Klar. Aber dann winken natürlich meistens schon wieder irgendwelche Verpflichtungen, ja. Oder du hast eben, ja, tatsächlich etwas Neues, wo du denkst, ja gut, das Leben ist kurz, Bücher brauchen lange und wenn du deine 20 Romane schreiben willst, dann gib Stoff, ja, und dann versuche ich schon im Rahmen meiner Möglichkeiten, am liebsten würde ich jeden Tag was schreiben, ja. Muss nicht immer viel sein, aber einfach, damit du auch das Gefühl nicht verlierst. Ich habe das Gefühl, das ist immer sehr, sehr viel leichter. Jede Geschichte, jeder Roman hat ja so eine gewisse Tonlage, ja, das ist eine gewisse Stimmung, die da allein durch die Sprache so erzeugt wird und sich da rein zu versetzen, reinzufinden ist immer viel leichter, wenn du am Ball bleibst, ja, aber es ist, wie es ist, dann habe ich zwischendurch auch, also jetzt gerade nicht, aber oft früher Auftritte, ja, dann habe ich ein Privatleben, ja, dann habe ich eine Fernbeziehung vielleicht und so und ruckzuck bist du mal dann doch wieder 3, 4 Tage irgendwie unterwegs gewesen und dann musst du dich immer wieder neu einnorden und wie bei allen Menschen ist auch bei mir die Angst da, jetzt sich da wieder ranzusetzen, ne? Dann räume ich doch vorher nochmal den Schreibtisch auf und so. Aber ich versuche schon, ja, so oft wie möglich und dann guck, du hast ja netterweise durch die Computertechnik kann man ja auch immer so Worte zählen, Silben zählen, ne? Zeichen zählen und so. Ja. Gucke ich auch da, dass ich immer so ein bisschen, wie weiß ich nicht, ne? Jeden Tag 400 Worte zum Beispiel, das sollte schon so das Mindeste sein, wenn ich den schreibe. Ja. Aber wenn es nicht geht, ja, wenn du 3 Stunden auf dem Bildschirm guckst und es kommt nichts raus aus dem Kopf, dann musst du eben auch mal sagen, gut, dann eben heute nur 130 Worte, was soll's. Ne? Also da höre ich jetzt zum einen raus, du schreibst dann schon am Computer. Ja, ja. Was mich noch interessieren würde, ist, schreibst du dann projektbezogen? Also ist dann das, was du zum Beispiel am Dienstag schreibst, ist das Gleiche, was du schon der gleiche Kosmos, über den du schon am Montag geschrieben hast und am Mittwoch schreiben wirst? Oder schreibst du einfach Szenen auf, so wie ein buntes Fotoalbum? Nee, ich normalerweise arbeite ich schon so stringent. Also ich beginne mit Seite 1. Und ich arbeite auch meistens nur an einem Projekt, ist auch wichtig. Manche Leute, ich kenne auch Leute, die arbeiten an 3 Büchern gleichzeitig. Mhm. Ja. Die lesen aber auch noch 5 Bücher gleichzeitig. Also da bin ich irgendwie ein ganz anderer Typ. Ich lese auch gerne nur ein Buch, so, ne? Wenn ich, ne? Mhm. Und ich schreibe auch gerne immer nur an einem Buch. Ganz selten schreibe ich mal dann zwischendurch, ne? Dann muss ich vielleicht mal einen kurzen Text für irgendwas anderes machen oder so. Oder ja, denke ich, muss mal meinen Blog wieder füttern oder so. Ne? Immer schön hier lesen, meinen Blog. Menschheit, Fragezeichen. Abschalten, Ausrufezeichen. Ja, ja. Und das ist gut, Texte, dass du das jetzt erwähnt hast. Ja, ganz wichtige Texte sollten auch im Schulunterricht bald mal, finde ich, drankommen. Ja. Aber dann mache ich immer eben, ne, so, ich arbeite mich wirklich von Seite 1 zu Seite 2 zu Seite 3 vor. Es kommt mal vor, dass ich denke, okay, ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser einen Stelle. Ja. Dann habe ich schon auch die Fähigkeit, die zu überspringen. Ne? Bevor ich mich jetzt da stundenlang an 3 Sätzen abarbeite, kann ich auch ein bisschen weitergehen. Das ist übrigens auch wichtig für Leute, die anfangen zu schreiben. Wenn du hast so 3, 4 Sätze geschrieben und du merkst, jetzt kommst du nicht weiter, ja, mach nicht lange rum, mach da irgendwie ein X hin in deinen Text und versuch dann dort weiterzumachen, wo dir wieder was einfällt und kümmere dich um diese Leerstellen später. Das kostet sonst zu viel Zeit. Ja. Kostet zu viel Zeit, weil man kann sich ja an einem Wort irgendwie, ne, festbeißen und immer denken, nee, das ist besser, so, ja, also das kann ich dann schon, aber es geht schon eigentlich so wie ein Marathonlauf, ne, da kommt ja auch nach Kilometer 1, Kilometer 2, nicht Kilometer 7, ne?
Hast du da manchmal so richtige Flashes, dass du dann nicht dann nur 400 Worte am Tag fertig bringst, dass du dann so richtig irgendwie 2000 Worte schreibst? Also überhaupt nicht. Ich hatte mal eine Freundin, die wunderbare Antje Herden, das kann man in dem Fall, da ist wirklich der Klarname mal erlaubt, weil die ist auch Autorin, ja, eine ganz großartige Kinder- und Jugendbuchautorin, ja, aber die schreibt auch Bücher für Erwachsene und der habe ich es erlebt, die saß dann da, Kinder sprangen um sie rum, keine Ahnung, ja, Telefon klingelt, die schreibt dann ohne dass sie noch die Außenwelt wahrnimmt, mal einmal 2000 Worte am Stück. Und die sind auch noch gut. Okay. Ja. Und da habe ich immer damals gedacht, wieso ist mir das nicht vergönnt? Ich möchte das auch so gerne, aber ja, was sollst du machen? Jeder ist anders, ne? Ja. Jeder arbeitet anders. Und bei mir ist es eher so dieses stete Meißeln aus dem Marmor. Also da gibt es eben weder nach oben noch nach unten großartige Unterschiede. Meistens läuft es irgendwie so gleich, Stulle, ja. Mhm. Ein Satz nach dem nächsten. Ja, mhm. Und das Ergebnis ist dann auch für meinen Geschmack auch, ne? Also ich bin immer zufrieden, aber es ist ja auch nicht so, dass ich denke, oh, heute war es aber besonders, ja, gigantisch so. Also ich habe da so immer die gleiche Qualität. Bin natürlich auch schon auf einem hohen Level von Anfang an, wollen wir auch mal festhalten. Ne? Unbedingt. Mein erstes Buch war ja schon besser als das 20. Buch von vielen anderen. Ich hätte es nicht besser sagen können. Danke, dass du es aber unterschreibst, ja. Unbedingt. Ja. Wie ist es dann so, dass du die Geschichte, die du in dem Buch erzählst, ist es so, dass du die vorher schon genau vor Augen hast und sie dann quasi nur noch aufs Papier bringen musst? Oder ist es so, dass du eine Idee hast und dich selber da so hinschreibst und das Buch quasi selber erst auf dem Weg kennenlernst? Ach, das hätte ja jetzt, sagen wir mal, die Elke Heidenreich nicht schöner formulieren können, ja. Das ist ja schon etwas. Du musst bald ins Fernsehen, mein Lieber, wenn du so weitermachst. Fernsehen ist tot. Eine eigene Sendung dort, ja. Ich kümmere mich. Alles klar. Also ich sag mal so, bei mir ist es mal so. Ich bin jetzt nicht der Typ. Es gibt ja auch Autorinnen, die so ganze Karteikarten anlegen, schon vorher, bevor sie anfangen zu schreiben, ist schon jede Figur irgendwie ausgearbeitet, ja. Genau. Da muss man dann nur nachgucken, wie hieß der Vater von der Cousine deiner Hauptfigur und so. Ja, so weit gehe ich nicht. Also manchmal habe ich schon die Handlung mehr oder weniger im Kopf. Manchmal habe ich aber auch nur einen Anfang und ein Ende, ja. Und dann muss ich gucken, wie ich mich so durchkämpfe. Ich hatte auch schon Bücher, wo ich dann bei Seite 200 festgestellt habe, Scheiße, das geht so nicht auf, ja. Das geht. Oder jetzt ist gerade Freitag, ja, aber es muss Sonntag sein. Ja, es ist wichtig, dass jetzt, ne, Handlung kann eigentlich nur dann gescheit vorangehen, wenn heute Sonntag ist. Es ist aber wie Freitag, das ist schlecht. Und dann musst du zurückgehen und musst das alles nochmal umarbeiten. Also ich sag mal so, wahrscheinlich haben die Leute, die mehr Sorgfalt in die Vorbereitung stecken, am Ende weniger Arbeit. Aber ich habe nicht den Nerv. Ja? Ja. Ich bin nicht der Typ, ich recherchiere auch nicht viel. Ich bin immer bemüht, dass ich mir Themen suche, wo ich mich gut auskenne. Ja. Weil ich auch da einfach nicht die Kraft habe, noch stundenlang das Internet zu durchforsten oder früher noch, als es das Internet noch nicht gab, da musstest du ja noch in die Bibliotheken gehen. Mhm. Bitte. Also morgens 3 Stunden Bibliothek und dann nachmittags 5 Stunden schreiben. Also irgendwo will ja auch noch mal gelebt werden. Ja. Deswegen suche ich mir dann gerne Themen, wo gar nichts recherchiert werden muss, beziehungsweise wo ich einmal am Tag bei Wikipedia kurz mal noch, weißt du, so eine Kleinigkeit nachgucken darf oder so. Ja. Ich kenne eine Autorin, die schreibt so historische Romane. Ja. Weißt du? So die Zofe von, ist ja immer diese Titel. Ja, ja genau. Die Wanderhure. Die oder der immer von irgendwie so, ja. Und das sind immer 700 Seiten Bücher. Mhm. Ja. Die schreibt, glaube ich, und eins schreibt sie so in 1 bis 1,5 Jahren. Und vorher recherchiert sie aber auch nochmal wirklich dann, weiß ich nicht, zum Brand in Hamburg von Hast du nicht gesehen. Ja. Und das stimmt doch alles noch. Ja, also ich weiß. Ich bewundere diese Leute abgrundtief. Ja, wie kann man so viel leisten? Ich bin ja deshalb Künstler geworden. Ja, ganz ehrlich. Ja. Weil ich eben nicht so ein
fleißiges Lieschen in der Schule immer war. Ich war die Autorin, ich die ja du den da meinst. Leichten Weg gehen, nicht den schweren. Die Autorin, ja. die du da meinst, die wurde auch immer wirklich erwähnt. Was ist denn so, wenn dann Leute gefragt haben, was ist denn so ein historischer Roman, wo man wo quasi nichts dazu gedichtet ist, außer die Geschichte der drei Hauptpersonen, aber alles drumherum ist absolut akkurat auf den Tag genau. An dem Tag wurde der Westflügel vom Kölner Dom von einem Eselskarren angefahren und all sowas. Ja, das ist doch, ich meine, das geht ja schon in den Bereich irgendwie auch so Schulnoten, wo man sagen muss, ja, das gibt ganz klar die Eins mit Sternchen, aber die wollte ich ja gar nicht haben. Ist ja peinlich. Ich meine, man möchte ja in der Pause auch mit den Coolen zusammenstehen, ja. Weiß ja nicht, wie es heute ist, aber in meiner Schulzeit war die Eins also keine erstrebenswerte Note. Ne? Ja, ja. Eine gute 3- hat es auch getan, ja. Da galtst du immerhin noch als intelligent, aber intelligent genug, aber nicht fleißig. Ja, das war mir immer wichtig. Ich habe mein Abitur mit 3,6 gemacht. Bei mir waren es 2,6. Darauf will ich mir heute noch was ein. Das ist doch mal Effizienz. Ja? Das ist doch Ja, klar. Auf den Punkt, das nennt man eine Punktlandung. Gut, 3,8 wäre noch cooler gewesen, aber. Weißt du, wie man das nennt? Das nennt man Ökonomie. Oder so, danke dir, ja. Danke dir. Ja. Heute geht das nicht mehr. Heute wollen die Leute ja alle auch noch eine gute Note für ein gutes Studium. Ja, ja, ja. Ja. Um danach irgendwie ein Start-up zu gründen, was sie dann schnellstmöglich bei der Höhle der Löwen verkaufen. Ja, ja, mit Yoga-Klamotten. Ne? Hast du eigentlich eigene Yoga-Klamotten? Leider nein. Aber gut, dass du es sagst. Heute mal mit dem Verlag. Du meinst jetzt so eine eigene Linie. Ja? Für meine LeserInnen meinst du? Ja, oder meinst du jetzt privat zu Hause? Nee. Ich mache ja nur Nackt-Yoga. Ich brauche keine Klamotten. Entschuldigung. Ach so, ja, gut. Okay. Ja, Irene, weißt du, das ist ja, ich verstehe das gar nicht. Wenn du Yoga machst, ja, dann doch bitte richtig. Dann doch bitte richtig. Von diesen irdischen Dingen. Ja. Ich brauche keine Klamotten. Also, entschuldige mal. Ja. Das stimmt. Aber ich könnte natürlich den Ventilverlag bitten, dass man mal so eine schöne Yoga-Linie inspired by Jan Off, dass man da mal mit einer Firma vielleicht zusammenarbeitet. Ja, und wenn man dann so, ne, Yoga, das ist ja auch so ein bisschen raus aus der Welt, ein bisschen abschalten. Du könntest die Linie Switch Off nennen oder so. Ja, mit meinem Nachnamen wäre das natürlich ein Träumchen. Ja. Und man könnte das auch vielleicht handhaben, dass die Bücher, die ich geschrieben habe, und zwar nur meine Bücher, dass man die in die Yoga-Übungen so physisch einbinden könnte. Weißt du, dass man sich da draufsetzen muss mit dem Popo oder dass man die in die Hand nimmt, um so ein Dreieck über dem Kopf zu bilden. Weißt du, dass das Buch auch so Teil der visuellen, auch wenn man jetzt im Kursus sitzt, dass alle so auch diese Bücher immer auch sehen und in die Hand nehmen müssen, könnten wir noch ein paar mehr verkaufen, ja. Ja, oder man könnte während der Yoga-Übung, also der Nackt-Yoga-Übung, auch aus dem. Nee, in dem Fall nicht, die Leute sollen das nicht, das wäre schlecht. Sorry, wir müssen ja Geld verdienen. Du hast vollkommen recht. Gottes Willen, das ist geschäftsschädigend, was du da erzählst. Ja. Es tut mir leid, verzeih mir. Aber man könnte dann ja den Text der Bücher auch in so einem tibetanischen Mönchssingsang noch rezitieren. Ja, und du könntest auch dein persönliches Mantra immer, müsstest du aus dem Buch natürlich immer irgendwie da was rausziehen. Ja? Was wäre jeder dein... Jeder hat ja ein eigenes, aber also da sehe ich große Möglichkeiten. Ich habe nur den leisen Verdacht, dass wie oft bei großen Ideen... Die Welt noch nicht bereit ist? Die Gegenseite, also der Partner, in dem Fall der Verlag, vielleicht nicht das Potenzial in der Form erkennt wie du und ich. Das ist schade. Aber die sind doch bei dir auch, ich meine, ihr seid jetzt so lange zusammen, der Verlag und du. Und ich meine, du bist ja schon, du bist ja nicht so der klassischste deutsche Autor mit Brille und Schnäuzer, der dann sich die Fliege zurechtrückt und sowas. Also da kann man doch auch bei dem Verlag sagen, lieber Ventilverlag, in Mainz sitzen die, oder? Ventilverlag in Mainz, wir sind jetzt so weit gegangen, wir sollten jetzt gemeinsam einen Schritt weitergehen. Ja, das würde ich so auch sagen, aber ich kenne diese Menschen ja schon sehr lange. Ja. Noch weiter können sie nicht, oder was? Na, ich glaube, das wird schwierig, aber vielleicht sollte ich dann den Verlag einfach doch nochmal wechseln. Ja. Und das als Bedingung, dass ich sage, ich wäre bereit, jetzt, ne, nehmen wir an, du hättest einen Verlag, dass ich auf dich zugehen würde sagen, pass auf, ich würde auch meine Bücher mitnehmen, soweit als möglich, aber dafür müsstest du eben dieser Yoga-Schiene entgegen. Also als Verlagshaus, das ich wäre, dann würde ich das natürlich sofort machen. Ich meine, ich rufe mal meinen Kontakt bei Heine mal die Tage sowas, an. Ich denke, Heine Hardcore und Yoga, das geht gut zusammen. Mensch!
Ey. Das geht gut zusammen. Da höre ich schon die Einschläge näher kommen. Ich denke, da könnte ich mir jetzt heute Abend schon eine Luxusjacht bestellen, mein Lieber. Ja? Ich habe mal gehört, pro Meter Yacht 1 Million. Ja, das denke ich, dann würde ich mir eine 20, 30 Meter Yacht, denke ich, heute schon mal mit der Option, dass man noch ein Stück, dann, dass man da noch was reinbaut in 2 Jahren. Nee, das geht nicht, aber es gibt in Bremerhaven, da gibt es einen Schiffsbauer, der Yachten baut. Ja, das habe ich mir gedacht, das sagt ja, bringt ja schon der Name mit sich, Bremerhaven. Richtig. Also dass in Tegernsee jetzt irgendwie die Yachtbauer ansässig sind, das war halt irgendwie klar, dass also... Aber schön, dass du den Leuten da auch nochmal auf die Sprünge geholfen hast, für die zwei, die es nicht wussten. Emden ist ja auch im Schiffsbau ganz groß, nicht? Wer bitte? Emden. Emden, ja. Dabei ist ja Emden gar nicht am Meer. Hast du es gewusst? Ich bin jetzt gerade gedanklich ganz woanders. Wo war noch? Schön, dass du mir nicht folgen möchtest. Aber bitte, dann. Was heißt hier möchte? Ich mache gerade Pläne für die Yoga-Linie. Ach so, nein, das Thema ist jetzt durch. Ich möchte ein anderes Thema bitte servieren. Ja gut, dann sag, langweile ich mich nicht. Gut, das wollen wir nicht. Wir müssen eh bald zum Ende kommen. Wir haben schon 1 Stunde 23 Minuten. Damit wären wir dann einer der kürzesten Podcasts, die ich gemacht habe. Ach so. Gut, ja. Ganz kurz. Ja, dann können wir noch ein bisschen. Was ist denn der kürzeste? Der allerkürzeste, das war mit einem Freund aus Portugal, wo wir, das war glaube ich der vierte, den ich gemacht habe. Ja. Wo ich auch das erste Mal mit Zencaster aufgenommen habe, wo ich noch überhaupt nicht wirklich so im Flow war und ich glaube, da haben wir dann wirklich nur eine halbe Stunde gemacht. Aber mittlerweile sind so 120 Minuten schon so normal. Ah ja, und hast du die Kontrolle darüber, kannst du dann irgendwie abfragen, inwieweit oder ob die Leute das auch wirklich bis zum Ende dann hören? Ja, habe ich, gibt es. Wie korrekt diese Daten sind, weiß ich natürlich nicht. Naja, gut, aber sag mal bitte, nenn mal bitte da so ein paar Zahlen. Das würde mich als Kollege würde mich das wirklich interessieren. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber die meisten Leute, die die ersten 10 Minuten hören alles. Unabhängig davon, wie lang es ist. Das ist ja interessant. Das widerspricht ja der alten Regel, die da lautet, alles über eine Stunde ist für die Menschen irgendwie too much. Beziehungsweise, da geht's aber, glaube ich, ich muss mich selber korrigieren. Da geht's, glaube ich, darum, dass die Leute, wenn sie es angezeigt bekommen, du hast ja oft vorher schon, siehst du ja schon, wie lange es dauert, ne? Dass da viele oder manche sagen, ich schalte gar nicht ein, weil dieses eine Stunde, ne, 17 plus... Das macht mir Angst. Aber das ist, glaube ich, bei Podcast generell nicht so, weil Podcast ist in seiner Simplizität ja nahezu perfekt. Und damit auch so etwas wie zum Beispiel YouTube überlegen, wenn du mich fragst. Denn ein Podcast kannst du hören nahezu wann immer du willst. Ja, das stimmt. Sofern du nicht gerade mit jemandem dich unterhalten möchtest. Aber zum Beispiel YouTube kannst du... Na ja, auch das, ich meine, wenn du mit deiner Mutter telefonierst zum Beispiel, kannst du doch wunderbar noch nebenbei Podcast hören, ne? Ja, das ist richtig. Oder nicht? Oder mit deiner Oma, ne? Meine ja, Oma. Ja, 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 ja Oma, ja, richtig. Ja, ja. Ja, ist gut so, ja. Ich meine, du kannst ja zum Beispiel auf dem Handy kannst du ja nicht YouTube laufen lassen und dabei dann das Bild, das Handy quasi ausschalten, sodass dass der Bildschirm aus ist. Das geht ja nicht. Ja, Podcast läuft einfach durch. Ich muss aber trotzdem gestehen, also ich höre natürlich auch hin und wieder Konkurrenzformate, ja. Muss ja auch gucken, was die anderen so treiben, ja. Aha. Und ich bin dann schon, ich denke dann schon immer so, das ist aber lang. Eieiei. Und wenn ich dann, sagen wir mal, zwischen mehreren Folgen wählen kann, ne, die ich alle nicht kenne, dann tendiere ich doch schon zur Kürze. Ich zu der Sorte Mensch schon gehöre, die gerne weiß, wie es ausgeht. Ja? Ich möchte schon noch gerne hören, wie sie dann Tschüss sagen, ob sie sich noch gut verstehen am Ende. Ne? Und deswegen wäre für mich das schon wahrscheinlich auf Dauer besser. Aber wenn du sagst, es hören viele Leute zu, bis zum Ende freue ich mich ja. Schön, dass ihr alle noch dabei seid, ihr lieben Menschenkinder da draußen. Ja? Ne? Jetzt nicht nachlassen, jetzt wird's interessant. Wer bis jetzt durchgehalten hat, ja, dem kann nichts mehr passieren. Ich meine, einer der erfolgreichsten Podcasts der Welt
Der geht fast pauschal 3 Stunden pro Folge und das dann 3 oder 4 Mal pro Woche. Hey, ja, ja, da geht es wahrscheinlich um Börsenkurse, ja? Nö. Oder worum geht's da? Das, oder um Sextechniken? Na, ja? Nicht unbedingt. Nein, das ist ein Gesprächsformat wie dieses hier. Also, tatsächlich. Auf Englisch wahrscheinlich, nicht? Auf Englisch, genau. Na, das ist natürlich immer ein Problem für Leute, die in der Schule nicht gut aufgepasst haben, so wie ich. Da kann ich nicht mit, da würde ich gar nicht einschalten. Weil allein schon die Angst, dass ich da nicht alles verstehe, ja, die macht mich jetzt schon traurig. Ich hatte ja an der Schule dummerweise, ich durfte ja alles abwählen. Und das ist, und da musst du dann doch im Nachhinein auch sagen, ja, als Schüler oder als ehemaliger Jugendlicher, ja, das waren schon schöne Zeiten mit den Sozialdemokraten. Ne? Die haben es uns einfach gemacht, ja. Das Abitur gab es irgendwie geschenkt eigentlich, ja. Aber gelernt habe ich natürlich nichts. Ne? Also ich hatte dann ein halbes Jahr Latein, dann hatte ich ein Jahr Russisch, ne? Dann nochmal ein bisschen Französisch und am Ende, was bleibt hängen? Nichts. Ja, so. Also für Leute, die Fremdsprachen am Ende dann doch können möchten, die sagen, ich will gern raus in die Welt, ja, möchte gern mit Englisch, ja, oder Spanisch in fremde Länder irgendwie einreiten und dort die Liebe meines Lebens kennenlernen, die müssen in der Schule dann doch schon ein bisschen aufpassen. Ne? Aber ist es heute nicht einfacher denn je, eine andere Sprache zu lernen? Aber ich lerne in meinem Alter keine Sprache mehr. Hallo, ich habe willst mir fest du in ein anderes Land einreiten und da die Liebe deines Lebens finden? Nein, ich möchte, dass die Liebe meines Lebens hierher kommt und dann meine Sprache lernt. Ja, das wünsche ich mir. Ja, das wäre auch das Geschenk an mich. Das ist verstehst du? Ein Gastgeschenk quasi. Ein Herzensgeschenk. Ein Herzensgeschenk. Pass auf, es ist so. Du bist Japanerin, ja? Richtig. Mhm. Du hast ja auch irgendwie was, das muss man ja schon mal sagen, also ey, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe, du hast schon was so leicht Japanisches. Das höre ich öfter. Ja, ne? Eigentlich solltest du ganz kleine Füße haben, finde ich, ja, das wäre irgendwie schön, ja. Und vielleicht auch mit diesen zusammengebundenen Zehen, ja. Ja. Jedenfalls, also du bist Japanerin, ja. Ich bin Japanerin. Du hast meinen vorletzten Roman in der Übersetzung gelesen, ja. In der japanischen. Natürlich, ja, was denn sonst? Nicht in der, das Chinesisch wäre ja absurd. Ja, vielleicht in der Englischen. Ja. Ist dein vorletzter Roman ins Japanische übersetzt worden? Das weiß ich gar nicht. Müsste man mal den Verlag fragen. Ins Englische natürlich ja. Das war aber nicht Hanoi Hooligans, oder? Aus, ja? So, ins Englische. So, das hast du gelesen und hast dich bei der Lektüre unsterblich in mich verliebt. Ja. Ja? Und schon in dem Moment, also hast du natürlich den Plan geschmiedet, mich kennenzulernen. Ist ja mittlerweile nicht mehr so schwierig, ne? Auf eine Facebook-Nachricht. Ja. Und ne, schon bist du drin in meinem Leben. Und gleichzeitig, weil du wusstest, dass ich mich ebenfalls unsterblich in dich verlieben würde. Das haben mir die Götter gesagt. Du weißt einfach um deine Auswirkung. Ich weiß es einfach. Okay. Ich unterbreche dich immer. Mein Fehler. Bitte mach weiter. Nein, kein Problem. Und deswegen hast du zu dem Zeitpunkt schon angefangen, Japanisch zu lernen. Deutsch zu lernen. Entschuldigung, jetzt bin ich schon ganz. Das hast du mich schon ganz konfus gemacht. Ja. Und du schreibst mich schon an in diesem fast perfekten Deutsch, aber so eben nur fast perfekt, dass es auch noch so ein bisschen niedlich ist. Und gleich geht mir so das Herz auf. Ich denke, diese Frau muss. Mit der treffe ich mich. Ja, okay. Egal wo. Ja, auf halber Strecke oder. Am Tegernsee, scheißegal. Ja. Oder in der finnischen. In der finnischen. Hast du gewusst, dass ich in Finnland dann damals auch ins Eisloch gesprungen bin? Wie der Putin eigentlich. Zufällig in Tomajavi? Ja, wahrscheinlich. Da haben sie gesagt, pass auf, hier diese Leute von dem Langlaufkurs, ja. Ja. Morgen machen wir schön Sauna und dann nach der Sauna wurde dann in den See da so ein Loch gehackt und dann mussten wir alle ins Loch springen, ja. Ja. Das war insofern echt geil, weil du hast nichts gemerkt. Also nach der Sauna hat man ja gar kein Gefühl für die Kälte. Ja. Aber durch irgendeinen Impuls, der trotzdem in meinem Körper ausgelöst wurde, bekam ich ganz schlimme Zahnschmerzen. Was? Und zwar, also von eben auf gleich. Also ich bin in das Eisloch gesprungen, ja, hab mich da vielleicht irgendwie ein paar Sekunden aufgehalten, dachte, ey, scheiße, ich hab Zahnschmerzen. Dachte, okay, ich muss wieder raus aus dem Eisloch, dann werden die schon wieder verschwinden. Die verschwanden aber nicht. Und dann wusste ich ja, scheiße, ich bin in diesem finnischen 30-Seelendorf, ich muss jetzt hier zum Zahnarzt, ja, kann ja nicht irgendwie noch tagelang mit den Zahnschmerzen rumrennen und meinen Skikurs machen. So, und dann bin ich auch zum Zahnarzt und hab mich richtig eingepisst, weil ich dachte, ey, die haben wahrscheinlich noch so, kennst du diese Bohrer, wo man so unten treten muss? Mhm. Wo du mit dem Fuß so ein Pedal antreibst. Genau. Und solche Bohrer haben die noch. Ey, da komme ich da rein. Und da war das eine Praxis, wie aus dem Raumschiff Enterprise, ja.
Also, sowas hatte ich überhaupt noch nicht gesehen. Hypermodern. Und da wurde ich dann tipptopp behandelt, schmerzfrei. Ich glaube, ich hatte irgendwie Karies, dies, das. Also das war geil. Ja. Kann nur allen empfehlen, ihre Zahnbehandlung auf dem finnischen Dorf machen zu lassen. Ja, ja, natürlich. Göttlich. Kennst du die Bilder, wie die Gefängnisse in Norwegen aussehen? Ja, wie so Kulissen aus der Lindenstraße. Ja, ja, teilweise besser. Also teilweise wie so ein Designhotel. Ja, ist richtig. Ja. Richtig. Ja. Ja, warum auch nicht? Ich meine, ich bin da schwer dafür. Ich finde auch, es gibt ja so diese Überlegung, ja, okay, es gibt ja gewisse, zumindest Stand heute, Menschen in dieser Gesellschaft, die sind nicht therapierbar. Ja. Es ist einfach nicht möglich, sie auch mit den besten Behandlungsmethoden davon abzubringen, wieder über Kinder herzufallen, von mir aus. Ja. Ja. So, diese Leute können ja nichts dafür, die sind ja nicht absichtlich so geworden. Also keiner setzt sich hin und sagt sich, ach, jetzt möchte ich gerne Kinderschänder werden, weil das ist ein schönes Leben. Ja, das mache ich jetzt mal. Ne? So. Sondern das ist ja aufgrund biografischer, genetischer, sonst welcher Bedingungen ist das ja einfach so. Auf jeden Fall aufgrund von Kräften, über die sie keine Kontrolle haben. So würde ich das mal auch bezeichnen wollen. Und dann denke ich, ist man noch gut beraten, wenn man sagt, okay, man muss natürlich die Kinder vor diesen Leuten beschützen, ja, aber man muss sie jetzt nicht noch in eine Zelle stecken, wo irgendwie, keine Ahnung, kein Licht ist, keine Luft ist, gar nichts gibt, sondern die kommen dann bitte auch auf eine schöne Insel, wie es das, glaube ich, auch in Norwegen gibt, auf eine schöne Insel, von der sie einfach nicht runterkommen. Dafür muss man natürlich, dafür muss Sorge getragen werden. Aber auf der Insel selber leben sie so weit als möglich ein Leben, ja, in mit Würde. Geschäften, ja, in Würde, mit anderen Leuten, mit Kontakten, eben so weit als möglich, ja, ein Leben. Das finde ich schon gut. Sonst könnte man sie auch gleich irgendwie, weiß ich nicht, auch erschießen, ja, wer dann, ne, bevor man sie ein Leben lang wegsperrt. Kann man sich ja darüber unterhalten, was schlimmer ist, ne? Das ist eine sehr gute Überlegung. Ich meine, das Ganze müsste dann natürlich schon als eine Art Gefängnis aufgezogen sein, weil gerade in der Zeit der Informationsgesellschaft, in der wir uns jetzt bewegen, allein Zugang mit Internet oder so, da wird es dann natürlich wieder kritisch. Das ist richtig. Das ist richtig. Man muss natürlich, das ist schon klar, ne? Da muss man schon gucken. Aber es gab ja auch mal ein Leben vor dem Internet. Du wirst es dir nicht vorstellen können, aber auch wir hatten ein bisschen Spaß damals in den 80er, ja, und 70er Jahren und so. Also, vielleicht haben die dann sogar das bessere Leben, ne? Ich muss dich jetzt mal fragen. Das wissen wir ja gar nicht, ne? Das können wir gar nicht mehr sagen, die wir ans Internet ja schon gekoppelt sind, wie, keine Ahnung, ja, der Zug an die Oberleitung. Ja, ne? Da du mich ja jetzt schon als eine dir hörige Japanerin identifiziert hast. Und hörig habe ich nicht gesagt, aber gut, ist auch schön. Ja, ist auch schön. Japanerin wäre ich dir hörig. Okay. Gut. Ja. Was glaubst du, wie alt ich bin? Du bist natürlich jünger als ich. Okay. Das ist ungefähr, wenn deine Herzensfrau aus Japan dich jetzt fragt, Jan, weißt du eigentlich, wie alt ich bin? Und du sagst, du bist natürlich jünger als ich. Das hilft noch nicht. Ja, es ist aber so. Ja, ich meine, du, allein die Herausforderung, die auf dich wartet, ja, ne, ja. Macht es notwendig, dass du jünger bist als ich. Du musst einfach, im Geist, du musst, wie soll ich sagen, noch so beweglich sein und auch noch so Kraft haben, also physisch wie psychisch, ja. Dass es gar nicht anders möglich ist. Ne? Tut mir leid. Also du bist so etwa 35, würde ich sagen. Ja, ich bin 40 geworden letztes Jahr. Nein, jetzt du nicht, sondern ich meine, du als Figur. Ja. Und das ist doch auch schön. Schau mal, du bist 35. Ja. Entschuldigung. Ne? Ich bin auch 53, dann haben wir doch so einen schönen Zahlendreher. Das sieht doch schön aus auf der Geburtstagstorte. Ja, oder auf der Hochzeitstorte. Aber doch nur, ne, ein Jahr. Und du willst doch, du willst, ja, wenn ich 35 bin und du 53, dann hält das nicht so lange, dieser Zahlendreher. Und wir heiraten eben gleich. Ja? Du willst doch nicht im Corona-Jahr heiraten. Ich kenne jemanden, der gerade heute als Fotografin, also heute, wir reden vom, was ist heute für ein Datum? Vom 22. Januar, ja. 21, eine Fotografin, die heute auf einer Hochzeit zu tun hatte. Ja, ja, aber das wird keine geile Hochzeit sein. Ich habe gefragt, sag mal, das ist ja krass, wie läuft denn das so und so? Die hat gesagt, ja, pass auf, also Standesamt mit 6 Personen zusätzlich, also Brautpaar, Standesbeamte und 6 Personen plus Fotografin, ja, und Feier gar nicht. Also, und nach dem Standesamt-Dings mussten auch alle sofort gehen.
Also da, auch danach. Also ne, du darfst dich da reinstellen, du darfst ja der Zeremonie beiwohnen. Ja, aber die haben es durchgezogen. Keine Ahnung warum. Ja. Ich will eine prächtige Hochzeit, Jan. Ja, gerne, gerne. So, nicht umsonst hast du einen reichen Vater, mein Lieber. Also hau ihn an. Ja, hau ihn an, diesen japanischen Geschäftsmann mit Verbindungen zur Yakuza. Ja, der soll mal einspringen lassen. Und immer schon mal Verwandte haben, die, also dann Angeheiratete in dem Fall, die mit der Yakuza zu tun haben. Ich freue mich schon drauf. Ja, ja, zu Recht. Das wird auch mein Schreiben noch mal so ein bisschen vielleicht... Das Schreiben wird auf jeden Fall geprägt werden. Es gibt viele neue Sachen, über die du schreiben kannst und viele Sachen, über die du auf gar keinen Fall schreiben darfst. Das ist richtig. Ja, aber ich mache dann diese Andeutungen oder auch in Interviews, wird auch interessant. Ja. Und ich habe natürlich dann viele neue Tätowierungen. Ja, ja, den ganzen Rücken voll, bis zu den Arschbacken. Großartig. Wunderbar. Freue ich mich drauf. Ich finde gerade jetzt, wo das Tätowieren doch wahrscheinlich bald völlig vom Markt verschwunden sein wird, jetzt sollte man nochmal richtig einsteigen. Ja, das ist wie mit allem. Ja, wenn die Dinge so langsam auseinanderfallen, dann werden sie doch erst richtig interessant, finde ich. Ja? Ne? Ja. Also jetzt einen CD-Spieler, ne, kaufen. Ne? Oder eine PlayStation. Jetzt zum Tätowierer gehen. Und jetzt ein Arschgeweih. Da bist du. Ey, das wäre doch geil. Jetzt noch mal so ein richtig schönes 1996er Tribal-Arschgeweih. Und das, wenn man es auch mit einem Entstehungsdatum versehen würde. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Ne, wenn man erkennen könnte, okay, das ist neu, das ist erkennbar, das ist jetzt gemacht worden. Man sieht es ja an den Farben und so weiter. Genau, ja. genau. Die Technik ist viel ausgereifter und so weiter. Das beweist uns, dass du ein Mensch bist mit großem Ego, ja, den aber so schnell nichts erschüttern kann, der einfach sagt, ich bin ich, ja. Und ich mache, was ich will. Mit großem wie Ego. Dieter Bohlen. Wie Dieter Bohlen. So schließt sich dann der Kreis. Ist es nicht wunderschön, wie wir auf Dieter Bohlen dann wieder zurückgekommen sind? Es immer ist noch wunderbar. Besser, als würden wir noch mal von Hunter S. Thompson sprechen. Ja? Das ist richtig. Aber wo wir jetzt gerade, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Pass auf, ich habe eine Frage an dich. Du hast eine Frage an mich. Ja, ich habe eine Frage an dich. Du bist... Moment, bitte, ganz kurz. Ich stelle fest, diese Rollenspiele mit dir machen ja Spaß. Du bist ja ein guter Rollenspieler. Ja? Okay. Wir stellen uns vor, du bist Verleger. Ja? Okay. Und zwar ein alteingesessener, auch älterer, also ein honoriger Verleger. Ja? Ein japanischer oder ein deutscher? Ist egal. Ist aber in dem Fall ruhig ein deutscher. Ja? Okay, mach's alles einfacher. Klar. Und jetzt komme ich, und jetzt ich als ich oder als Kunstfigur spielt keine Rolle. Ja? Ich komme mit einem ganz tollen Manuskript zu dir. Ja. Und ich, meine Güte, das ist das Buch. Also das wollte ich immer machen. Das wird ein Welterfolg. Das wird den Verlag nochmal richtig nach vorne bringen. So, ich muss das Buch machen. Und wir haben dann den Vertrag schon irgendwie ausgearbeitet. Von mir aus noch nicht unterschrieben, aber es steht kurz davor. Ja. Und das Buch wird auch schon, ne, das ist auch schon fast gedruckt und so weiter. Und dann bekommst du zu 100% glaubwürdige Informationen, dass ich ein Arschloch bin. Was auch immer. Das spielt jetzt ja keine Rolle. Ich habe irgendetwas angestellt, was mit deinen moralischen Vorstellungen völlig kollidiert. Okay. Und jetzt musst du entscheiden. Jetzt musst du entscheiden. Ja? Was machst du? Das ist eine spannende Frage, mein Lieber. Das ist richtig. Also um die Tragweite des Ganzen zu verstehen, wenn du sagst, es kollidiert mit meinen moralischen Vorstellungen, das ist schon was Massives. Also etwas, wo ich jemandem, den ich einfach nur so kennenlernen würde, ohne finanzielle Interessen, ganz klar aus meinem Leben verweisen würde. Ja, ja. Natürlich. Also schon wir reden schon von Dingen wie Frauen schlagen, Kindesmissbrauch. Auch, ja, oder also, ja, also Steuerhinterziehung wäre ja wahrscheinlich dann noch, da wäre hätte ich ja in meiner Position selbst gemacht. Oder sagen wir mal, auch interessant, ich wäre mal bei IS gewesen, ja, für 2 Jahre. Wärst du mal bei IS gewesen, da hätte ich wahrscheinlich noch am ehesten drüber hinwegsehen können, weil... Bist du da nicht so streng mit Terrororganisationen? Psst, sag das nicht so laut. Nee, ja. Nee, das meine ich gar nicht. Aber ich glaube, wenn man wirklich davon absehen kann, dass du da mal gewesen bist und dass du dich davon abgewandt hast... Ach so, ja, das weiß man natürlich. Das macht man nicht. Das macht man ja nicht so mal eben. Klar. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, da bin ich bei dir. Ja, aber ich bin jetzt nicht so ein, wie sagt man hier, so ein Reumütiger, ja? So ein Renegat. Nein, ich bin schon, das wusste noch nie, das habe ich einfach nie jemandem erzählt und das weiß auch bis heute keiner, was da noch so, ob da nicht noch Verbindungen bestehen. Eher so, ja. Okay, pass auf, wenn das wäre und ich wirklich ein ausgefuchster Kapitalist wäre, mit der IS-Nummer, ja, dann würde ich zum ersten das Buch rausbringen
Und ja, zum Zweiten, einen meiner begnadetsten Reporter, Ghostwriter, was auch immer, darauf ansetzen, dass, wenn dieses Buch, was ja definitiv ein Bestseller wird, ja, natürlich, das sollte da der Erfolg zu kippen drohen, weil diese unrühmliche Vergangenheit von dir ans Licht tritt, ja, der muss das dann sofort in einem dramatischen Essayband oder ähnlichem offenlegen. Dass, ja, ich, ja, ja, dass ich dich quasi mit deiner eigenen Vergangenheit nochmal über den Tisch ziehe und doppelt an dir verdiene. Wenn du, ja, das würde ich sogar sofort machen. Das würde ich, ganz egal, ob das Buch ein Erfolg ist oder nicht, das wäre, glaube ich, genau, du, also sobald es erschienen ist, Nein, machst so du schnell das heimlich öffentlich. Ich glaube, das wäre schon das Perfekte. Ja, du verrätst mich praktisch schon in dem Moment, wo du das weißt. Ja, ja, das finde ich gut. Stimmt. Und das wäre dann der Stoff für auch wiederum eine gute Biografie, genau, deiner sein. Richtig. Gleichzeitig. Das ist ja dann der dritte Erfolg. Also erstmal mein Buch, dann das Enthüllungsbuch oder der Enthüllungsfilm, ja, dann deine Biografie. Ja. Top. Schade, ja, dass ich nicht bei IS gewesen bin und schade, ja, dass du keinen Verlag hast. Sonst hätten wir jetzt eigentlich schon. Wenn du allerdings ein Kinderschänder oder Frauenschläger wärst, dann würde ich einfach, ja, sagen, stell dich vom Hof. Naja, aber die beim IS haben auch oft Frauen geschlagen und Kinder geschändet, nicht? Das muss man auch mal sagen. Ah, okay, das ist ein guter Punkt. Also, das ist ein guter Punkt. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie, dass die jetzt nur Soldaten in die Luft gesprengt haben. Auch darüber kann man sich ja unterhalten, ob das auch. Ich glaube, ich bin auch gerade so dem falschen Gedanken ausgesessen. Man sollte gar keinen töten, stimmt's? Nö. Ach, das habe ich schön gesagt. Nee. Man soll eigentlich. Außer Hitler. Eigentlich sollte, ja, das hat ja, weiß ich nicht, sein eigenes Hirn offenbar für ihn übernommen, sofern er nicht als alter Maisbauer in Argentinien lebt. Aber wenn du. Naja, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber ich meine, wir hatten doch gerade den Jahrestag, nicht? Von Georg Elser. Ja. Das ist mir entgangen, ja, aber. Nicht lange her. Okay. Und immer wenn der kommt, denke ich so, ja, wenn der, wenn es geklappt hätte mit dem Attentat, wenn Hitler damals wirklich gestorben wäre, wie würde die Welt heute aussehen? Das wäre so interessant, ja. Es hätte ja die Welt massiv verändert, nicht? Ja. Bist du jemand, der Fernsehen guckt oder so Streaming-Portale nutzt? Ich schaue sogar noch Fernsehen. Hole ich mir sogar eine Fernsehzeitung, weil ich das so schön oldschool finde. Das erinnert mich so an meine Tage der Kindheit, wo ich noch bei meinen Großeltern mit der hört zu damals. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ja. Ja. Und was ich so schade finde, also was meine Kindheit, glaube ich, so unter anderem, was wenn wir über Fernsehen reden, ja, so ausgemacht hat, war dieses Gefühl, du guckst mit den anderen zusammen. Ne? Ja. Also alle gucken jetzt Wetten, das. Ja. Ja, ja, alle gucken am laufenden Band. Und das hat irgendwie was mit dir gemacht. Also du warst alleine mit deinen Großeltern. Ja. Aber irgendwie warst du doch mit ganz vielen anderen verbunden. Man hat gemeinsam eine Erfahrung geteilt. Genau. Und das finde ich irgendwie doch schon schade. Dass so, klar, heute gucken vielleicht auch innerhalb von ein paar Monaten dieselben, also viele Leute dieselben Serien oder so. Mhm. Aber eben nie in der Sekunde. Ich habe nie das Gefühl, wenn ich mir mal so eine Netflix-Serie mal gönne, dass ich jetzt mit anderen irgendwie diese metaphysische Verbindung habe. Das fehlt mir so. Und deswegen gucke ich, glaube ich, nach wie vor viel Fernsehen. Ich finde das einfach schön, dass das wirklich gerade, ja, vielleicht nicht live passiert, aber live gesehen wird von anderen. Ne? Also, wenn du weißt, was ich meine. Das gefällt mir schon. Es hat halt so eine unmittelbare zeitliche Dringlichkeit. Ich mache mir dann meine Flasche Maria Kron auf, ja, stopfe mir meine Zigaretten, ja, leg die Fernbedienung alle so nebeneinander, dann kreuze ich mir an, was ich um 11.15 Uhr gucke, um 12.30 Uhr, ja, um 13 Uhr. Und halt, wie lange man noch wach schreibe ich dann noch ein bisschen was oder auch nicht und abends gucke ich dann noch mal Marienhof oder was ist das? So, aber Jan, jetzt noch mal kurz. Spaß. Jetzt kurz mal ernsthaft. Du hast ja gerade gesagt, man sollte gar keine Menschen. Das war ernst, was ich mit dem, also das erste, was ich zum Fernsehen gesagt habe, war durchaus ernst. Ich gucke das wirklich gerne auch hin und wieder noch Fernsehen. Ja. Und das glaube ich auch. Ja. Gut. Du hast gerade vorhin gesagt, man sollte keine Leute töten. Dann hast du natürlich noch gesagt, ne, außer Hitler und so weiter. Du erinnerst dich. Ja. Ich würde dich gerne mit einem Zitat von dir selbst konfrontieren aus einem Interview mit dem Oxfanzine. Ja. Ich lese vor. Als regelmäßiger Bild-Zeitungsleser und Besitzer eines erweiterten Hauptschulabschlusses ist natürlich auch mir schon aufgefallen, dass es ums menschliche Bewusstsein nicht zum Besten steht. Von daher kann die Forderung eigentlich nur lauten,
Menschheit abschalten. Und zwar so schnell wie möglich. Wenn ich mir vorstelle, dass die Geburtenrate plötzlich auf null sinken würde, sehe ich viele Probleme hinfällig werden. Ja, besonders, das finde ich gut. So. Das finde ich nach wie vor gut. Ich meine, nicht umsonst heißt ja auch mein Blog Menschheit abschalten. Ne? Ja, ja, ich wollte eigentlich schon da reingrätschen, aber irgendwie, ich weiß nicht. Du hast sicherlich nicht alle meine Bücher gelesen, aber ich habe auch schon mal einen Roman zum Thema geschrieben, in dem ich auch darüber nachgedacht habe, wie man das machen könnte und so. Es soll ja natürlich keinem ein physischer Schaden zugefügt werden, nicht? Ja, es soll eben ja keiner getötet werden, es soll nicht Massenschlachtungen geben, sondern ich hatte mir so vorgestellt, dass man die Menschheit eben so schleichend auf Null stellt, also indem man einfach die Reproduktion komplett stoppt. Ja? Nehmen wir mal an, wir mischen weltweit was ins Trinkwasser. Ne? Ja. Alle müssen trinken, ja, oder jeder bekommt schon zur Geburt so eine kleine Impfung. Ja. Und dann geht das eben plötzlich nicht mehr mit der Fortpflanzung. Und dann wäre es ja so, das hätte ja zwei große Vorteile. Zum einen für den Rest des Planeten, ja, für die sogenannte Natur. Ja. Für Tiere und Pflanzen wäre das ja ein Fest. Die würden sich alsbald erholen und es würde bald wieder ein buntes Treiben geben hier auf dieser Erde. Ja. Ja. Und auch für die Menschheit selber hätte es ja viele Vorteile, weil man ja nicht mehr sich damit beschäftigen muss, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Ressourcen gehen uns aus und ach, wir müssen ja, sondern man könnte noch mal so die letzte Party feiern, ja, schmeiß noch mal die Plastiktüte ins Meer, komm, ist auch egal jetzt, ja. Mhm. Und dann hast du ja, ne, wenn wir damit heute anfangen würden, dann würde ja so in 110, 20 Jahren, irgendwann 130 Jahren, würden ja die Letzten das Licht ausmachen. Für die wäre es ein bisschen traurig, ja, ne, die letzten drei hätten vielleicht dann nicht mehr so viel Spaß, ja, und denen würde vielleicht auch das Pflegepersonal fehlen, aber irgendwo musst du immer Opfer bringen. So, also es gibt ja keine Lösung, die für alles so perfekt ist. Und ich finde, hier hätten viele Leute Vorteile, wenige Leute Nachteile. Und sie ist geschmeidig, ja. Also ich fänd's gut, ja. Und du bleibst damit deinem Grundsatz treu. Keine Leute töten oder keine Leute umbringen, weil du bringst keine Leute um. Von daher, kennst du das Buch Der Report der Markt von Margaret Atwood? Ja, kenne ich. Weil da ist ja ungefähr ein gleiches Szenario, wenn auch nicht mit der Jan Offschen Konsequenz, sondern woraus dann diese theokratische Dystopie entsteht. Genau, es gibt sicherlich Überschneidungen. Kann auch sein, dass mich das durchaus bei diesem Gedanken inspiriert hat. Das weißt du ja oft nicht, ne? Du hast ja plötzlich einen Gedanken, der kommt aus dem vermeintlich Nichts, aber er kommt ja nie aus dem Nichts. Er hat ja immer eine Vorgeschichte. Natürlich. Ich weiß nicht, wann ich diesen Gedanken das erste Mal hatte oder ob ich ihn selber hatte oder ob ich mit jemandem drüber gesprochen habe. Auf jeden Fall hat er mich immer, wie soll ich sagen, beschäftigt und auch irgendwie berauscht. Also die Vorstellung hat etwas Berauschendes, finde ich, dass der Planet Erde oder das Universum endlich von der Plage Mensch erlöst ist, denn der Mensch ist ja schon eine Plage, ja. Naja. Er lebt zu lange, er nimmt sich zu wichtig. Er verhält sich wie ein Virus. Ja, irgendwie schon. Ne? Ne? Und es ist nicht überraschend, es ist auch interessant, ne, dass jetzt mit 7,8 Milliarden Menschen oder wie viel wir schon waren, jetzt kommt der Gegenschlag, ne? Also wie alles, was unbegrenzt wächst, ne? Unbegrenztes Wachstum nennt man Krebs und Krebs führt immer dann am Ende auch in Krankheit und Tod. Ja, ne? So das ist ab so. Da muss man gar nicht religiös werden, um irgendwie zu sagen, schau mal, da kommt jetzt so ein. Ne? Wie sagte diese eine Freundin von mir letztens, wenn sie ständig irgendwie diese ganzen Spezies essen und ficken, ja, dann müssen sie sich nicht wundern, wenn irgendwann was zurückkommt. Ja. Ach so, okay. Ist auch wieder was dran, ja. Ja. Ne? Ja, schalt deine Zunge oder deinen Penis einfach raus aus den Tieren, ja? Ne? Ja. Aus Lebenden wie Toten, ja. Ja, dein Penis und die Zunge, ja, okay. Hast du was gelernt, Christoph? Ja. Hättest du es mir nicht gesagt. Ne, das ist doch, schreib das doch bitte über, wenn du dir das Hirschgeweih, der Arschgeweih noch stechen lässt, dann schreibst du das noch oben drüber als Sinnspruch. Aber dann in japanischen Schriftzeichen. So ist es, mein Lieber. Aber mach bitte einen Fehler, damit sie in Japan alle, wenn du mal da bist am Strand, damit sie alle was zum Lachen haben. Hast du gewusst, dass es immer wieder eine Freude ist, wenn Bücher werden ins Japanische übersetzt? Gerade ins Japanische ist das wohl sehr interessant. Und dann lässt man sie zurückübersetzen.
Ja, und auch so Klassiker, ne? Von Goethe, von hast du so, keine Ahnung, okay. Shakespeare, dies, das. Ja. Und dann hast du plötzlich komplett neue Bücher zum Teil. Ist das so? Also auch der Autor, ne, wenn er denn noch ein lebender Autor ist, wenn er das dann liest, dann denkt sich, das gibt's ja gar nicht. Das habe ich nie geschrieben. Interessant. Aber witzig. Ja, ich glaube, in dem Moment, wenn dann wirklich eine ganz andere Schrift oder sowas noch mit dazukommt, mit auch ganz anderen Bedeutungsebenen und so weiter. Ich meine, allein so die, keine Ahnung, die Shinto-Götter, die Abstufungen, die es da innerhalb der Sprache gibt, das ist uns ja so fremd. Na klar. Was ich dir als Japanerin natürlich dann irgendwann versuchen werde, begreiflich zu machen. Ja, ja, ich sehe schon diese Gespräche. Da werden wir eine Menge Sake brauchen, ja. Ich hasse Sake. Damit ich nicht die Lust verliere. Ja. Ich werde ganz, ganz sicher auf jeden Fall eher dann das deutsche Bier, also das Tegernseer Bier zu mir nehmen als Sake. Das wird großartig. Wir werden das einfach mischen. Wir werden in den heißen Sake, werden wir das Bier nach oben da reinschäumen lassen. Ja? Ja. Am Ende wird es eh dein bildschöner Leib und dieses unendlich schöne Gesicht sein, das mich immer wieder... sagen lässt, ja gut, ich lerne noch zwei. Das haben schon viele Leute zu mir gesagt. Ja, ja, ja. Und deine Art, dich zu bewegen. Ja. So anders, als man das von diesen ungelenken Barbaren, diesen Teutonen kennt, die so herumtrampeln. Ja, ja. Als würden wir uns schon Jahre kennen. Ja. Ich sehe schon. Es wird Zeit, dass wir jetzt die Öffentlichkeit ausschließen. Das sehe ich auch so. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein ganz interessanter Abend. Ich bin davon überzeugt. Wie teuer ist es mit dem Taxi von Hamburg nach Bochum? Ich glaube, dass gleich mal ein Wagen vorfahren. Ja, das würde ich auch mal sagen. Wir können ja noch ein bisschen zusammenschmeißen. Ich habe hier noch ein paar Yen in der Ecke liegen. Das kann ich mir gerade noch leisten mit meiner neuen Yoga-Linie, die ja weiterscheinen wird. Ja? Hast du den Leuten schon gesagt, dass sie einmal meine Bücher kaufen müssen? Ja? Das wollte ich tatsächlich im Outro sagen, was ich immer separat aufnehme. Ah, schön, schön. Generell, wenn wir jetzt gleich auf Stopp drücken, du weißt ja, bei ZenCaster nicht sofort das Fenster schließen, sondern ein bisschen warten, bis dieses Gespräch und auch diese sich anbahnende Zukunft, die möchte ich auf gar keinen Fall auf den digitalen Müll entschwinden lassen. Finde ich schön. Kann, ist, Jan, es war mir eine große Ehre, es war mir eine unglaubliche Freude, ich meine, hey, wir werden definitiv eine gemeinsame Zukunft haben. Das ist richtig, wer hätte das gedacht? Das ist doch ey, Mensch, man glaubt es nicht, muss Corona auch als Chance begreifen. Absolut, ja, die Auswahl ist ja auch kleiner geworden. Und wird sie jeden Tag mehr. Die ganze Woche schon wieder keinen gesehen, da freut man sich natürlich, wenn man mal eine Stimme hört. Ja. Ich kann mich nur wiederholen. Vielen, vielen Dank. Es war ein Fest. Ich danke dir. Ich hoffe, wir werden irgendwann mal in Hamburg einen Holsten, einen Tegernseher oder einen Sake zusammen trinken. Ja, oder bei einer meiner Lesungen. Ich hoffe ja sehr. Ich gehe ja schwer davon aus. Ich hatte ja im letzten Sommer und auch zu Beginn des Herbstes hatte ich noch ein paar Lesungen. Alle natürlich schön outdoor, ja, wirklich safe und so. Das war schon immer gut gemacht. Und ich gehe oder ich habe schon die Hoffnung, dass vielleicht auch in diesem Sommer, Spätsommer, es ein paar Lesungen geben wird. Und hast du gewusst, dass ich in Bochum schon mal in der Uni im Audi Max gelesen habe? Ja. Nee, habe ich nicht. Ah, das war herrlich. Da waren nur drei Leute, aber es war so magisch, weil ich stand da unten irgendwie mit dieser Riesentafel. Ja. Und habe da so nach oben, ja, und das möchte ich nochmal wiederholen. Und dann kommst du auch, dann sind es schon vier Zuhörer in dem Fall, ja. Ich mach dir einen besseren Vorschlag. Danach kippen wir uns einen rein mit Sake, dass es nur so kracht. Ja? Wenn uns am nächsten Morgen schlecht ist, trinken wir als Konterbier ein Tegernseher aus Belgien. Ah, oh ja. So, mein Lieber. Pass auf, wenn das alles wieder normal ist, dann verspreche ich dir, vielleicht nicht unbedingt das Audi Max, aber dann sorge ich dafür, dass du irgendwo hier in Bochum definitiv lesen kannst und wirst. Ah, das ist doch ein Wort, da freue ich mich jetzt schon. Da war ich nämlich lange nicht mehr, viel zu lange. Ja? Viel zu lange. Ach, das ist schön. Ja? Ey, dafür danke ich dir jetzt schon mal, mein Lieber. Danke allen, die zugehört haben bis hierhin. Ja? Diesen Leuten gebührt der Dank. Und wenn du diesen Leuten jetzt noch was sagen möchtest, dann das letzte Wort gebührt immer dem Gast. Ihr wart die besten Zuhörer, die ich je hatte. Vielen Dank. Und wir sind raus. Ihr Menschenkinder, stürmt das Internet, zeigt Jan eure Liebe, ob auf Facebook, Instagram, ihr schreibt ihm eine Mail oder einen Brief und vergesst nicht, sein Buch zu bestellen.
über dessen Inhalt wir hier gar nicht gesprochen haben. Das ist aber egal, denn in einer der letzten Folgen des Alles könnte anders sein Podcasts spricht er en Detail darüber. Die Links findet ihr in den Shownotes. Das wisst ihr alles. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihm auf Apple Podcasts 1 bis 5 Sternchen dalasst und uns vielleicht sogar auf Steady ein kleines Trinkgeld zuschiebt. Vielleicht für einen Tegernseher. Was immer ihr tut, macht's gut. Rest in peace, Larry King. Bis später.